Ja, liebe Zuschauer weltweit, die ihr natürlich am Samstagabend nicht eure Zeit mit was anderem vergeudet, sondern wieder beim Samstag seid, der freien Argumentekultur frönt. Ja, herzlich willkommen. Immer samstags 20.15 Uhr, der älteste Talk von Schenkerbewegung. Und was ist der Sinn der Sache? Wir tauchen auf aus dem Strom des alltäglichen Lebens und stellen uns die große Verantwortungsfrage, oder überhaupt die Verantwortungsfrage, weil die muss ja dann so weit reichen wie die Folgen unseres Tuns, sonst ist es ja gar nicht verantwortbar. Okay, ja, das wollen wir machen. Solltet ihr mehr wollen als hier den mündlichen Austausch erleben, könnt ihr immer in das gewagte Experiment eines korruptionsbefreiten freie Argumentekulturforums auch reinschauen. Da gibt es auch Threads zu unseren Talks. Und den Titel, der ist freie-argumente-kultur.de. Ja. Gut, wir machen das hier als Redekreis. Je nachdem, wie ausgefeilt. Also da ist der Technikleiter hauptsächlich immer der Dylan. Der hat nämlich so tolle Zeituhren und seine Vorstellungen, wie wir das machen im Einzelnen. Mit dem, dass man sich auch unterbrechen kann, damit das lebendiger wird oder der Austausch angefeuert wird. Das finden wir alle so toll, dass wir da die äußere Regie gerne in die Hände vom Dylan immer legen. Ja, genau, gibt es noch was zu sagen? Nee, dann gebe ich erstmal an den Dylan und ich komme dann in der Reihe dann irgendwann und sage dann ein bisschen was über den Stand der Dinge. Es läuft im Moment alles recht kontinuierlich, sagen wir mal. Kann man mitleben, muss man keine Dramen gleich an den Anfang stellen. Okay, dann gebe ich mal an den Dylan. Ja, und ich hoffe, Öffi, du siehst, also dem Yannick werde ich das erklären, er wird es ja nicht sehen können, du aber siehst es, Öffi. Genau. Das ist unsere Präsentation, ich mache das aber nur ganz, ganz kurz und schnell heute, nur ganz kurz die Information. Wir setzen ja wirklich nur noch auf drei Ergebnisse, die man sieht vielleicht den Buchcharakter ein bisschen, ist aber eine sehr hässliche Aufnahme aus dem Internet. In Wirklichkeit sieht das aus wie ein ganz dezentes Juwel, hier alles schön in Blau und so weiter, also sieht wunderbar aus. Und wer will, kann ja beim Abhören dann hier kurz stehen bleiben und sich das alles reinschauen. Man sieht auch, zu welchem enormen Preis dieses Buch angeboten wird. Ich verkaufe allerdings so bei der Öffentlichkeitsarbeit schon ab 40 Euro Probeleseexemplare. Im Moment sind Testleser und Rezensenten dran, das Buch für Amazon dann Rezensionen zu schreiben und so weiter. Und wer will, kann das ja hier alles noch lesen. Wir setzen jetzt ja nur noch auf drei Wege. Durch unsere beiden Bücher mit 500 Seiten entsteht ein Schutzmantel gegen das Manipuliertwerden durch Zentralirrtümer der Menschheit, vorteilbringende Irrtümer für manche Sparten und nachteilbringende Irrtümer für die jeweilige Restwelt. Und das hier zum Beispiel war jetzt nochmal Richard Dawkins, seine Zitate, wie sie auch im Buch zu finden sind. Dann hier Naturwissenschaft als Wahrheitsbringer. Ich gehe das ganz schnell durch, weil das, wer will, kann das jeweils anhalten. Das bin ich sozusagen. Und wir setzen also auf diesen Schutzmantel und wir setzen auf die Gemeinwohlgemeinschaft Köln, heißt jetzt eigentlich Botschaftsgeländegemeinschaft, Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd. Und zwar Botschaftsgelände des ersten Gemeinwohllandes der Erde, was wir hoffen, irgendwann zu bekommen, im Süden Kanadas, vielleicht ein Stück Kanada abzukaufen. Wir haben, unsere Hoffnung ist ja, dass so ein Jeff Bezos unser Buch irgendwann liest und dann sagt, ja okay, da mache ich mit, oder Mark Zuckerberg, und dann reden wir mit den Regierungen von Kanada und von Mexiko, und im Norden von Mexiko müsste das Klima auch ganz gut sein und im Süden von Kanada auch. Und vielleicht sind die Regierungen auch interessiert, was aus diesem Experiment einer antikapitalistischen Gemeinwohlwirtschaft wird. Und von daher, also hier wieder unser Buch zum Schluss. So, und jetzt geht's aber los mit der eigentlichen Diskussion, gell? Nämlich, dass ich wieder sage,
ich habe mir natürlich sorgfältig unsere letzte Talkshow 2, 3, 4, 5 Mal angehört. Und aber der zentrale Punkt ist, dass die Schenkerbewegung von uns ja kritisiert wird als eventuelles, und ich bitte auch darum, sagt mir, wo ihr denkt, dass der Weltrat sich im Irrtum befindet. Ne? Wir glauben, dass die Schenkerbewegung Opfer der Zentralirrtümer ist, die ihnen nahegelegt haben, der gesunde Egoismus und die gesunde Gier eines Säugetieres wie Löwe, Gorilla, Schimpanse sei einfach so an der Garderobe ablegbar. Das ist aus unserer Sicht schlicht und einfach nicht möglich. Sozusagen aus unserer Sicht steckt dahinter irgendwie so eine Fantasie, der Mensch sei dem Säugetierdasein entwachsen und sei also eher ein Geistwesen, das aus einem anderen Universum oder einem anderen Teilen des Universums stammt, die es aber gar nicht gibt. Denn alles in diesem Universum ist auf Evolution angelegt und jedes Lebewesen, jedes Säugetier, das in der Evolution entsteht, entwickelt zwangsläufig einen gesunden Egoismus und eine gesunde Gier. Und die Tatsache, dass der Urwald-Bonobo und der Savannen-Bonobo Homo erectus Homo sapiens ausnahmsweise pazifistisch waren und sind und extrem gewaltarm. Das liegt nur daran, dass das Sozialsystem, das bonobotische, schenkerkommunistische Sozialsystem also quasi ein Zwangskorsett darstellt, in dem es sich nicht mehr rechnet, wie ein Löwe oder Gorilla Rivalen zu töten aus Egoismus und deren Babys zu töten aus Egoismus und die Schimpansen, die alle möglichen Mordtaten tun aus Egoismus und Gier. Das ist beim Bonobo nur unterdrückt und eingedämmt, weil es sich im bonobotischen Lebenssystem, in der Gruppenfamilie von 150 Individuen beim Savannenbonobo einfach nicht rechnet. Es rechnet sich nicht. Und bitte jetzt sagt ihr, wo wir uns da irren. Wechsel. Öffi ist die Nummer 1 und der Janik die Nummer 0. Ja, ich kann was sagen. Wechsel 1. Also erstmal bezüglich Äußerlichkeiten. Also wir sind offensichtlich an verschiedenen Stellen im Moment erfasst worden von dem Drang oder der Begeisterung, Bücher zu schreiben. Das ist bei mir ja auch der Fall. Also seit Herbst letzten Jahres. Ich habe immer gewartet wieder, weil mein Prinzip ist ja, rede nur, wenn du gefragt wirst, lebe so, dass du gefragt wirst. Und dann hat auch tatsächlich ein Verlag, der so wissenschaftliche Abschlussarbeiten von Universitätsleuten rausbringt, sich gemeldet und nochmal nachgefragt. Die haben ja auch das Buch, die Abschlussarbeit meiner Frau, die erweiterte Abschlussarbeit publiziert, ob es nochmal was von uns gäbe. Und dann habe ich ja gesagt, okay, na klar, also ich habe ja meine Abschlussarbeit damals an der Uni über Gandhi geschrieben und Gruppen, die seine Ideen aufgegriffen haben oder versucht haben aufzugreifen. Und da mache ich jetzt seitdem mehr als 30 Jahre offene Feldforschung, wie das weiter betrachtet und gestaltet werden kann. Und das kann ich natürlich alles zusammenpacken. Ist das sozusagen literarisch betrachtet, also mein literarisches Lebenswerk, sicherlich diese Art von Beschreibung des Stoffes. Gandhi 21.0, kann ganzheitlicher Frieden das 21. Jahrhundert retten? Oder kann es überhaupt uns retten? Das sind zwei Bände, auch jede Menge Seiten, ne? Also unglaublich, was man sich da alles so zusammenschreiben kann. Gut, und zu dem, was der Dylan gesagt hat, also ich sage immer erstmal das Verbindende.
Egal, was der sogenannte gesunde Gier- oder Aggressionsanteil bei den Säugetieren und in Bonobos und bei uns sein soll. Offensichtlich sind wir imstande, also auch Dylan und der Weltrat, nachzudenken, wie aus diesem Material eine möglichst insgesamt verantwortliche und am besten auch friedlich teilende oder liebevoll schenkende Lebensform entstehen kann. Auch wenn man Reformsysteme macht, wie Wohlfühlstimme und ähnliches, dann ist die Leitidee derer, die sich damit beschäftigen, ja, dass sie so eine verantwortliche, liebevolle Welt so gut wie möglich erreichen wollen. Und wir von Schenkerbewegung, wir sagen, also wir kooperieren mit allen Ansätzen, die irgendwie fruchtbar in diese Richtung gehen wollen. Wir behaupten allerdings, dass die Fähigkeit des Menschen, sich das zu denken, also ganz genau, ich möchte diese vernünftige, insgesamt verantwortliche Entwicklung oder verantwortliche Welt haben. Dafür möchte ich das Menschengeschwisterliche teilen. Also erstmal natürlich die freie Argumentekultur unter den Menschen, das gemeinsame Vernunft- und Verantwortungsdenken Wechselwunsch. und dann eben auch die gemeinsame geschwisterliche, menschengeschwisterliche Lebensform. Das behaupten wir, können wir uns denken und wir können uns dafür entscheiden, dass wir das so direkt wie möglich und so umfassend wie möglich leben. Und das wollen wir als Versuchskaninchen selbst auch einfach vorleben. Und dazu einladen natürlich, wenn andere dann meinen, das ist für sie auch eine Möglichkeit. Ja, bitteschön. Ja, ich will es auch noch mal ein bisschen verschärfen. Also unsere Hypothese ist ja, dass wir glauben, dass die alle Alternativler, ich meine jetzt gar nicht nur die Schenkerbewegung, wir sagen mittlerweile alle, sogar einschließlich der Gemeinwohlökonomie von selber, eigentlich überwiegend gespeist werden von Sparten, die vom Niedergang eines Landes profitieren und zwar mit den Ideen versorgt sind, sozusagen. Und diese Idee, dass der Mensch also quasi ohne ein Korsett wie die Gemeinwohlwirtschaft, GG Kombi oder ohne die Gruppenfamilie, dass er von sich aus dann wirklich es schaffen kann, sozusagen ohne Egoismus immer das Richtige und sinnvoll zu tun, dass das zwangsläufig auch von der Masse der Bevölkerung als irrig erkannt wird, weswegen quasi die Alternativkonzepte niemals Mehrheiten gewinnen können, weil die Bevölkerung zutiefst überzeugt ist, dass ein Konzept, das auf der Basis einer geringen Egoismus- und Gieranteiles sozusagen fußt, am Ende wieder bei der DDR endet, wo die Leute aus Egoismus heraus keinerlei Interesse hatten, sich sozial zu verhalten. Und dass eben die Gemeinwohlwirtschaft aus einem ganz anderen Grund abgelehnt wird, weil die nämlich für die Leute zu schwer verständlich ist. Ja, also Wechsel. Ja, Wechsel 1, ich kann weiter sagen. Also wir sagen nicht, an der Garderobe wird irgendwas abgegeben, sondern der Mensch ist in der Lage, diese Idee insgesamt vernünftig und verantwortlich zu leben, dafür freie Argumentekultur zu praktizieren und miteinander menschengeschwisterlich umzugehen. Diese Idee kann er erfassen, er kann sich damit so identifizieren, dass er durch entsprechende Selbstausarbeitung, organisches Denken, also immer auf die jeweils wichtigste Frage, die bestbegründbare Antwort zu suchen und dann Verantwortungsdenken, also darf man Steuerruder in nicht verantwortliche Hände legen, auf einen selbstbezogen oder auf andere, die Steuerruder haben wollen oder einem wegnehmen sogar. Aus diesem Geist heraus ist der Mensch imstande, weitgehende, ich sage gar nicht hundertprozentige, aber weitgehende Konsequenzen in dieser Richtung zu ergreifen und vorzuleben. Genau, das machen wir, dazu laden wir ein. Was wir nicht verstehen können, ist, wenn Leute sagen, das Ziel, was wir eigentlich alle gemeinsam haben, wenn das von Menschen so direkt und so umfassend wie möglich gelebt werden soll und die nur auch in der Weise wirken, also auch gegen Fremdherrschaft, Gewalt, Ausbeutung, Geld und so weiter, dass das irgendwie schädlich wäre und nicht kombinierbare Schienen auf dem Weg zu einem übereinstimmenden Ziel. Okay. Jetzt hat nur noch der Jani Konto.
Jetzt warst du ganz leise. Jetzt hat nur noch der Janik Konto. Okay. Janik, willst du was sagen? Ja, 6-0, ganz kurz. Ja, also mir geht's gut. Ich würde jetzt einfach erstmal weiter zuhören und gebe ab für die nächste Runde. Ja, dann mache ich mal die Uhren fertig. So. So. Ja, Wechsel 2. Ja, also ich muss das noch einmal kurz wiederholen, weil das vielleicht sonst untergeht. Also wir sind wirklich mittlerweile überzeugt, dass da die alternativen Konzepte auf eine DDRisierung der Gesellschaft zum Beispiel hinauslaufen. Nämlich, wenn ich versuche, und das habe ich ja beim letzten Mal so verstanden, dass, wie was du gesagt hast, Richtung Planwirtschaft teilweise geht, nämlich, dass man vernünftig überlegt, was, wie, wo hergestellt werden soll und es nicht den Marktkräften, also wir sind ja auch planwirtschaftlich, also die GG Kombi ist auch Planwirtschaft, nämlich sie sagt, wir planen, dass belohnt wird nur noch, wer anderen Menschen Gutes tut. Also wer echte Akte der Nächstenliebe praktiziert, Krankheit verhindert als Lebensmittelhändler, Krankheit verhindert als Hausarzt, Gesundheitsgemeinschaft mit den kostenlosen Freizeitkursangeboten, die zum Beispiel auch alle auf Kommunen hinwirken und eben sozusagen maximal die Menschen wieder in Kommunenleben hineinlenken, weil das gesünder ist für die Menschen auf Dauer und weil das dann mehr Geld für den Arzt gibt, ne? Oder dass die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, die Heilpraktiker-Gesundheitsgemeinschaft gibt. Also das heißt also, dass wir sagen, wir machen auch Planwirtschaft, aber nur die Planwirtschaft, dass wir lenken hin zum Gutes tun. Danach lassen wir aber die Marktkräfte wirken, weil wir wissen und uns sicher sind, dass der Egoismus noch da ist, auch im Bonobo noch da ist. Und er zeigt sich ja manchmal in der egoistischen Tötung bestimmter Kinder und so weiter, durch die Mütter und durch die Frauengruppe und so weiter. Ja, also das heißt, im Bonobo steckt immer noch der Löwe, Gorilla und der Schimpanse, aber er ist gemäßigt, bei ihm ist er gemäßigt durch die Gruppenfamilie. Und die andere Mäßigungskonzeption ist für uns die GG Kombi, die also ein Zwangskorsett ist, in dem einfach schlicht und einfach kein Gewinn mehr durch Schädigung zu machen ist. Und jetzt sagst du, Öffi, du versuchst es quasi ohne ein Zwangskonzept, weder mit dem Zwangskonzept der Gruppenfamilie, noch mit dem Zwangskonzept der ersatzweisen GG-Kombi und hoffst darauf, dass etwas anderes rauskommt als bei der DDR. Und das erkennt die Masse der Bevölkerung als Riesenirrtum, weswegen sie nicht mit den Alternativlern mitgeht, während wir halt sagen, dass sie die GG-Kombi nicht verstehen. Das liegt wiederum daran, dass sie dafür wiederum zu wenig Vernunft haben. Also sie haben genug Vernunft zu erkennen, dass alle Alternativler daneben liegen. Deswegen wird da auch nie was kommen, kann auch kein Zuwachs bei den Alternativbewegungen jemals kommen. Weil die Bevölkerung entschieden dagegen ist, das entnehme ich auch den ganzen Gesprächen immer. Und auf der anderen Seite ist das Problem, das sehe ich auch bei unseren Buchkäufern und so weiter, die es gekauft haben, die kommen dann ein paar Tage später und sagen, ja, du hast recht gehabt, das ist das beste Buch, das ich je in der Welt, das ich je in der Hand hatte. Aber das sind nur ganz wenige, weil da die Vernunft fehlt und deswegen wollen wir auch nur erreichen, Gemeinwohlland mit 80.000 Menschen. Das wäre der klügste von 100.000 Menschen und mehr ist nicht möglich. Ja, also Wechsel, gell? Sagt mir, wo wir uns irren. Ja, Wechsel 1. Es geht uns gar nicht darum zu sagen, das muss jetzt für alle so gehen oder auch zu sagen, dass für viele Menschen vielleicht, wenn sie sich wirklich aus ihrer kurzsichtigen Vorteilsorientierung nicht so lösen können und nicht ans Wohl des Ganzen als Leitmotiv wirklich denken,
können oder sich dem hingeben können. Einheitsrausch mit dem Wohl der Welt, mit dem kosmischen oder göttlichen Bewusstsein. Wechselwunsch. Wenn das nicht der Fall ist, können Reformkonzepte durchaus hilfreich sein, aber Menschen, die es können, können den direkten Weg nehmen und laden andere ein, es mitzumachen. Und es wird für das Ziel bestimmt eben vorteilhaft statt schädlich sein, wenn die Menschen das machen. Wechsel 2. Ja, nur ganz kurzer Einwurf. Die DDR-Bürger haben trotz aller Appelle, doch an das Gemeinwohl denken zu sollen, sich schlicht und einfach geweigert. Die haben das nicht gemacht. Überwiegend haben die Menschen ihr Ding durchgezogen. Das bestätigen mir alle Leute, die aus der DDR stammen und so weiter, die sagten, Pustekuchen, da hat jeder nur noch sein Ding durchgezogen und kein Mensch war interessiert an dem, was allen gut tut. Die haben nur egoistisch ihre Interessen verfolgt und ihre Hobbys verfolgt, weil der Staat hat sie null interessiert. Wechsel? Ja. Also zum einen habe ich da andere Informationen auch, wie es mit der DDR war, dass sie am Ende in der Konkurrenz mit dem Westen den Kürzeren gezogen hat. Heißt nicht, dass da nicht beachtlich auch in der Bevölkerung also diese Art von Planwirtschaft funktioniert hat. Aber das lasse ich sogar offen. Wechselwunsch. Der Unterschied ist einfach der, da wurden Menschen gezwungen, an so einer Planwirtschaft teilzunehmen. Wir sagen, wer freiwillig sieht, fürs Wohl des Ganzen zu planen, kann es in so einer Gemeinschaft mitmachen, der wird nicht gezwungen. Der wird auch nicht aus Trotz dann irgendwie egoistisch werden, sondern er kann ja jederzeit gehen oder aufhören oder er kann es machen, solange er davon eben überzeugt ist. Ja, Wechsel 2. Ja, also der Witz ist halt wirklich, dass eben die Menschen... Ja, also ich sehe nicht, dass es eine nennenswerte Zahl gibt. Ihr sagt ja, ihr versucht das, aber aus meiner Sicht auch erfolglos, weil ihr ja aus, wenn man es mal ganz nüchtern, und wir Biologen sind ja ganz nüchtern betrachtet, lebt ihr im Moment natürlich selbstverständlich von der Arbeitskraft und dem Eigentum anderer Menschen. Und die Frage ist halt, ist es wirklich so, dass der Mensch es schaffen kann, wirklich das Sinnvolle zu tun, auch wenn es seine egoistischen Dinge nicht, also ihm keinen egoistischen Erfolg bringt, sozusagen. Und das ist eben der Zweifel. Aber das Wichtigste hatte ich vergessen, deswegen geben wir nochmal Wechsel. Wechsel 1. Also ich sehe nicht, dass das irgendwie greift. Also schon das, wir leben von der Arbeit anderer. Also überall gibt es Geben und Nehmen unter Menschen. Wenn wir hingehen und geben etwas, was die, mit denen wir zu tun haben, für sie wertvoller ist, als das, was sie für uns tun. Also jetzt, ich nehme nur ein Beispiel. Ich gehe irgendwo hin und erkläre jemandem, wie man organisch denken meditieren kann. Der sagt, Mensch, das hätte ich mir sonst gar nicht bezahlen können. Hätte ich gar nicht gefunden, jemanden, der mir das so beibringen kann. Das wäre mir viel mehr wert, als was weiß ich, das, was ich für dich jetzt tue oder was ich dir gebe. Dann kann keiner sagen, würde er auch nicht im kapitalistischen Austausch, dass jemand den anderen ausnutzt oder von seiner Arbeit dabei lebt. Man arbeitet beiderseits und man gibt mehr, als man nimmt. Also gibt es da eigentlich nichts dran zu nörgeln. Mal abgesehen davon, dass ich jahrelang gezeigt habe, man kann weitgehend ohne alles tatsächlich auch in der Natur einfach sehr selbstständig leben, auch so als kleiner Stamm. Also in der Wissenschaft ist das die sogenannte experimentelle Archäologie, die auch nachweist, wie das bei den Frühmenschen so möglich war, wie die da gelebt haben und sich versorgt haben. So, also wir leben nicht abhängig und schon gar nicht ausnutzend von Arbeit anderer. Unser Lebensmodell ist in sich logisch durchaus stimmig und kann so sein, kann so funktionieren. Und die Frage... Wechselwunsch. Wir finden auch wenig Leute. Ja, aber dieser Traum, dass der Mensch eben nicht irgendwie durch Reformkonzepte mit Zwangsmechanismen zum Guten geführt wird, sondern dass er das Gute um des Guten willen tun kann, um der Menschheitsfamilie willen so leben kann, ist immerhin der Traum von Buddha, Jesus, Gandhi und so weiter und hat an Gemeinschaftsexperimenten mehr hervorgebracht als alles andere Alternative, was ich so in der Weltgeschichte sehen kann.
Wechsel 2. Ja, also das Problem ist, zum Beispiel wir sagen das realistisch. Wir müssen Leute finden, die also sozusagen in der Lage sind, Kanada oder Mexiko ein Stück ihres Landes jeweils zu verkaufen und dann die Berechtigung zu bekommen, da ein eigenes Staatsmodell mit eigener Verfassung aufzumachen, das dann auch bei der UNO gemeldet werden kann, NATO-Mitglied werden kann und so weiter. Und das muss jemand kaufen, der eben etwas bearbeitet hat. Während du tendenziell ja dann quasi in Kanada hingehen würdest und einfach von der Natur dort dich ernähren würdest, die aber eigentlich Eigentum Kanadas ist. Ja, da schüttelst du den Kopf, also deswegen gebe ich zum Wechsel, denn das heißt, aus unserer Sicht ist das Aufgeben des Besitzrechts ein Riesenfehler, da zu behaupten, das gehört gar nicht Kanada. Wechsel? Ja, also der Argumentationsfehler liegt darin, dass wir nicht einfach irgendwo hingehen und irgendwas machen. Also unser Ziel ist ja auch nicht in erster Linie, wir können in der Natur leben. Also dass das möglich ist, haben die Frühmenschen gezeigt und auch heute noch unberührte Völker, sogar im brasilianischen Urwald, zeigen, dass der Mensch hier auch ohne diese jetzige Zivilisation in der Natur leben könnte und sich versorgen könnte. Uns geht es ja um die soziale und politische Umgestaltung. Das heißt, wir brauchen gar nicht nach Kanada zu gehen. Das machen wir hier in Deutschland, das könnte man an jeder Stelle der Welt machen. Wir gehen hin und sagen, wo möchte man uns einladen? Wo möchte man uns ein Stück Land schenken, damit wir diese Zwecke, auf die sich ja alle möglichen Leute berufen, ne? Also wir haben christliche Parteien in der Politik und auch die anderen, die Sozialisten, die Ökos und was weiß ich, die Linken. Also eigentlich kennen die alle diesen Traum, ne? Ist ja auch der Endtraum des Kommunismus, dass die Menschen ohne Staat so quasi menschheitsfamiliär miteinander teilen und planen können. Und da sagen wir sind bereit, das so direkt und umfassend wie möglich zu Ende zu denken und zu machen, es vorzunehmen. Wo möchte man uns einladen oder uns dafür etwas schenken, sodass wir da solche Experimente machen können? Und so haben wir auch hier in Deutschland schon Naturgrundstücke oder Teile von Dörfern beispielsweise, wo wir solche Experimente machen können. Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Kontowechsel 2. Ja, also, wie gesagt, mich überzeugt das nicht, weil auch hier in Deutschland gehört mittlerweile, ist klar, das ist nicht mehr der Naturzustand, aber auch Bonobos zum Beispiel respektieren, dass eben ein bestimmtes Territorium jeweils Besitz ist sozusagen und sind eben so pazifistisch, dass sie darin nicht eingreifen sozusagen. Wechsel. Aber jetzt hat nur noch Yannick Konto in dieser Runde. Da läuft der, ich glaube, der Yannick telefoniert gerade. Ich höre da irgendwelche Störgeräusche. Nee, es ist einer dazugekommen. Der Daniel Tipps, unser Projektleiter aus dem Friedensdorf. Ja, Tipps, sei umarmt, ganz lieb. Wir sind hier gleichzeitig in Google Meet und hier im Telegram-Chat und auch so, dass das öffentlich für die ganze Welt so zu hören ist, ne? Und ich umarme dich, du bist ein ganz wertvoller Projektleiter in Schenker-Bewegung. Jo, Abend. Und wir machen das hier, falls du doch mitreden möchtest auch, ne? Wir machen hier so immer im Kreis, also rundenmäßig. Und jeder hat, ich glaube, 5 Minuten oder irgendwas. Man kann sich unterbrechen, ne? Es geht so hin und her. Und jeder hat also gleiche Redeanteile, ne? Ja. Okay, ich wollte bloß guten Abend sagen. Wir danken dir. Du kannst auch gerne einfach dabei bleiben und zuhören, ne? Also alles, wie du willst, ne? Genau, und da der Yannick oft seine Redezeit nicht ganz nutzt, können die beiden ja zusammen die Redezeit vom Yannick sich aufteilen, sozusagen. Sonst muss ich jetzt extra nochmal bei den Uhren was ändern. Und dann machen wir eine neue Runde, ne? Erste Mal.
Augenblick, drücken, na, bitteschön, Stopp machen, ja, und jetzt so. So, Ich könnte sogar anfangen. Ich könnte sogar anfangen, ja. nächste Runde, ja, wobei ich fange ruhig nochmal an, Jawohl. Wechsel 2. Aber die sind noch Störgeräusche. Vielleicht der neue sozusagen, vielleicht den Lautsprecher ein bisschen leiser machen. Kommen in die Aufnahme lauter Störgeräusche. Beziehungsweise einfach das Mikro ausschalten, wenn man gerade nicht spricht. Ah ja, Das das ist Mikro natürlich auch eine ausschalten, das ist auch noch sehr hilfreich. Ja, Ich toll, müsste super. unten auf dem Bildschirm so einen großen Button haben. Genau, super, danke. Wenn man gerade Ja. nicht spricht, kann man den einfach Ja, anwählen und dann genau. Und nur wenn pushen. man spricht, macht man ihn vorher an, genau. So, jetzt geht's los. Ich wollte noch einen neuen Gedanken noch mal reinbringen. Beim letzten Mal kam von Öffi dir kam von Öffi von dir Öffi kam da auch noch ein Riesenirrtum über unser Gemeinwohlwirtschaftskonzept GG Kombi. Nämlich, machen wir das Beispiel des Glyphosats. Du hattest so gesagt, ja, es könnte doch sein, dass dann doch dieser Politiker, auch wenn er nach einem Jahr dann abgewählt wird, der Landeskanzler sozusagen, in Deutschland wären das ja 16 Landeskanzler, ja, dass der in dem einen Jahr sich ja munter bestechen lassen kann und dann wird er halt abgewählt, aber dann hat er Geld ohne Ende, ne? Und dann würde er aus egoistischen Gründen gegen die Bevölkerung arbeiten. Das ist ihm in dem GG-Kombi-Konzept unmöglich. Das kann niemals passieren, weil nämlich zum Beispiel Glyphosat. Die Landwirtschaft möchte gern durchsetzen, dass sie weiterhin Glyphosat verwenden darf oder der Hersteller Monsanto möchte das gern durchsetzen, ja. Und aber alle, die mit Nahrung zu tun haben, werden ja finanziell abgestraft in der GG Kombi, wenn sie weiterhin solche krebserzeugenden Dinge wie Glyphosat verwenden. Das heißt, aus rein egoistischen Gründen werden alle Firmen sofort auf Glyphosat verzichten. Und dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, einen Lobbyismus zu starten. Also Lobbyisten werden sofort alle arbeitslos, weil das ist der einzige Berufsstand, bei dem bei der GG Kombi alle sofort arbeitslos werden. Aber es ist wirklich die einzige Berufsgruppe, weil es sich nicht mehr rechnet, jetzt plötzlich ein Politiker über Lobbyisteneinfluss oder Bestechung dazu zu bringen, etwas zu machen, was der Firma selbst ja Schaden zufügt. Ja? Also ich mache doch nicht etwas, bezahle Geld für Lobbyismus, um dann ein Gesetz zu bekommen, das mir weiterhin erlaubt, Glyphosat einzusetzen, wenn ich jedes Mal, also quasi jedes Mal, wenn ich noch ein Glyphosatprodukt verkaufe, von der Pleite bedroht bin, weil die staatlichen Verdienstzuschüsse ja nach meiner krebsfördernden Wirkung ja abgesenkt werden und ich dann auf dem Markt nicht mehr konkurrieren kann gegen Rewe, Lidl, Herzlichen Alnatura und so weiter, sondern platt gemacht werde wirtschaftlich. Also das heißt, im Kapitalismus gibt es also null Motiv und null Gelegenheit, weil niemand mehr ein Interesse hat, den Landeskanzler zu beeinflussen zu etwas, was Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner dieses Landes und der eigenen Kunden schaden könnte. Wechsel? Ich glaube, dass das nicht so stimmt. Denn du hast zwei Mechanismen quasi, die sicherstellen sollen, dass da kein Schaden angerichtet wird. Bei den Politikern ist es diese Abwahl. Und da sage ich, innerhalb der Abwahlzeit können sie allerdings, wenn das vorteilhaft genug für sie ist, Schädliches machen, wenn sie so bestochen werden. Dann der Mechanismus, den du dann ansprichst, ist der der Wohlfühlstimme und des anderen. Nämlich, dass die Unternehmen keine Lobbyisten oder sowas losschicken müssten, weil durch das Nachschauen, wie geht es denn den Kunden und geht es denen besser oder schlechter, werden sie nicht gefördert, sondern haben sie Nachteile, wenn es den Kunden schlechter geht. Da haben wir schon oft drüber geredet. Wir sind nicht mit einem Sprung in dem neuen System. Genauso wie zwischendurch die Politiker in diesen Wahlzeiten, auch wenn sie schneller abgewählt werden, noch bestochen werden können, wenn die Vorteile stimmen. Genauso ist es so, dass wir im Moment ja eine fehlende Bereitschaft der Menschen zum Mitmachen, auch bei Wohlfühlstimme und sowas haben, weil sie sich mehr mit ihren Süchten identifizieren,
als mit ihrem längerfristigen Wohlergehen. Und deshalb sind sie durch solche Produkte immer noch besser zu locken, als durch die geförderten Produkte, die dann da kämen. Und die Politiker sind immer noch, wenn sie bestechlich sind, so bestechbar. Ich wollte aber demnächst dann in einem Beitrag noch erklären, warum wir mit Verfassung und Besitz, Verfassung von Staaten und Besitz, eine ganz andere Auffassung haben, als du das eben beschrieben hast. Wechsel 2. Ja, also aus meiner Sicht ist das halt ein totaler Irrtum, ja, weil wir denken nur noch an das Gemeinwohlland. Wir sagen ja, Deutschland ist ein Lost State, der verlorenste Staat der gesamten Europas, der kaputtgehende, der niedergehende Staat in Europa, der kranke Mann Europas. Und das interessiert uns gar nicht mehr. Uns interessiert nur noch das Gemeinwohlland oder das Gemeinwohllandmäßige Vertretung oder wie heißt das nochmal? Vertretung? Botschaft? Botschaft, ja genau, Botschaftsgelände, Gemeinwohlgemeinschaft Köln zum Beispiel, ja. Wo gerade heute wieder eine Frau gesagt hat, sie versucht hier jetzt im selben Haus eine Wohnung zu kriegen, damit wir also dieses Botschaftsgelände erweitern können, ne? Da ist der Punkt, dass wir ganz klar sagen, nur wir denken nur noch in diesem Gemeinwohlland und da ist dann niemand mehr. Weil die Prüfung, die beiden Einbürgerungstests, besteht natürlich niemand, der nicht von vornherein sagt, ich habe die Wohlfühlstimme 1000%ig verstanden und natürlich ist es für mich absolut lebenswichtig, jede spürbare Veränderung, die ich spüre, als Verschlechterungsänderungsmeldung an den Bundeswahlleiter und als Verbesserungsmeldung weiterzugeben, denn sonst kann ich ja die Schädlichkeit der Wirtschaft durch nichts aufhalten. Und da Gott gibt es da nur 80.000 Menschen maximal oder was, die das verstehen. Und an so ein krankes Land wie Deutschland mit so viel zerstörten Menschen denke ich gar nicht mehr. Ne? Also und dort ist es dann knallhart so, dass der Bundeswahlleiter seine Computer knallhart die Leute abstrafen, die Firmen abstrafen, die weiterhin, denn entweder, ich setze jetzt mal voraus, Glyphosat erzeugt wirklich Krebs, ja? Das setze ich jetzt voraus. Wenn es keinen Krebs erzeugt, dann ist es ja kein Problem, ja? Aber nehmen wir mal an, es würde wirklich Krebs erzeugen, ja? Dann sieht man an den Daten, dass die Firma, die weiterhin Glyphosat verwendet, mehr Krebstote hat als eine andere und die geht dann pleite, weil die kriegt null staatliche Verdienstzuschüsse. Die anderen kriegen eine riesige Summen staatlicher Verdienstzuschüsse und die anderen machen die platt. Also stell dir vor, Rewe kriegt jetzt Milliarden mehr an Werbegeldern oder also an Möglichkeiten, seinen Betrieb zu verbessern als Aldi, weil Aldi gar nichts kriegt wegen Glyphosat, dann ist Aldi in 2 Jahren völlig pleite und das merkt auch Aldi sofort. Das merkt ja sofort, dass es keine millionenschweren Verdienstzuschüsse mehr kriegt. Ne? Und von daher ist das absolut unmöglich. Also die GG-Kombi ist schon perfekt austariert. Ja, Wechsel? Ja, Wechsel 1. Dazu haben wir jetzt, glaube ich, eben schon so ein bisschen uns ausgetauscht zu dem Thema. Ich würde gern noch auf das ganz grundlegende Thema eben kommen. Wie steht Schenker-Bewegung zu Verfassung von Staaten und Besitzvorstellungen von Land beispielsweise? Ich sagte schon, man kann uns bestimmt keinen Vorwurf machen, dass wir irgendwo hingehen würden und würden andere ausnutzen oder würden auch dem Staat Konfliktstoff geben, weil wir sagen, wir machen eigentlich gar nicht irgendwas, sondern wir gucken, wo werden wir eingeladen, ob jetzt von öffentlichen Stellen oder privaten Leuten, wo will man mit uns teilen und schenken, also auch uns Projektgrundstücke zur Verfügung stellen, weil man unsere Ideale versteht. Dass der Mensch freiwillig aufs Ganze verantwortlich, vernünftig, liebevoll leben will, solche Gemeinschaften auch bilden will und dass er die Natur, Mutter Erde, so im Ganzen
Wechselwunsch. verantwortlich und harmonisch behandeln will, sich da einfügen will, als ein Tier innerhalb einer Art in diesen Biokosmos oder Gaia, Mutter Erde halt. Und dadurch ist das alles freiwillig und wird es so auf Verständnis und Zustimmung und Toleranz aufgebaut, dass da keiner ausgenutzt wird oder der Staat sich nicht vermeidbar angegriffen fühlen muss. Und ja, das ist, glaube ich, eine sehr harmonische Vorstellung, wo alle, die es auch wollen oder in Ende. die Richtung was machen wollen, sich freuen können und ja, da verschiedene Schienen drin sehen können. Ja, Wechsel 2. Ja, eben diese Geschenke. Natürlich ist es möglich, dass einige Leute, die diesen Traum von diesen DDR-ähnlichen, selbstlosen, unegoistischen und Menschen und so weiter haben, dass die dafür dann auch bestimmte Geschenke machen und bestimmte Gebiete zur Verfügung stellen. Aber das ist eine verschwindend kleine Zahl und winzige Zahl und niemals möglich, dass daraus jemals was Größeres wird, weil, wie ich ja gesagt habe, die Masse der Menschen, das sehe ich an den Gesprächen draußen in der Öffentlichkeitsarbeit, ganz klar immer sagt, geht mir nur fort mit den Experimenten von den Menschen als nicht egoistisches Lebewesen. Ja? Das wähle ich, sowas wähle ich nie wieder, ja? Oder will ich nie wieder haben. Wechsel, Wechsel. Naja, also Wechsel 1. Lustig finde ich da schon. Also es wäre mal erforschenswert, obwohl es ja ein Zwangssystem war in der DDR und wir sagen alles nur freiwillig. Wer bei uns mitmacht, jeder kann jederzeit auch gehen, der will einfach ein vernünftiger, verantwortlicher, liebevoller Mensch werden, der aufs Wohl des Ganzen hin plant, mit den anderen gemeinsam. Und das kann er machen, kann er lassen. Ne? Also der wird aber dann nicht trotzen gegen eine Fremdherrschaft, die ihn dazu zwingen will. Er wird nicht faul oder korrupt, weil er unter Zwang teilen soll, sondern er teilt, weil es eben ihm innerlich gut tut, ihn erfüllt, ihn mit Freude füllt. Gut, das ist das eine. Aber ich wollte noch sagen, warum es auch so ist, dass der Staat oder private Eigentümer in Anführungszeichen von Land, warum es so ist, dass die ja viel verstehen können von dem, was wir sagen, weil da sind einfach massive Argumente. Wenn man aufs Ganze gesehen vernünftig und verantwortlich denken will, dann kann man nicht übersehen, dass zum Beispiel die jetzigen Staaten mit ihren Grenzen allein schon, mit ihren Territorien, aber auch mit ihren Verfassungen das Ergebnis von Kriegen sind. Da haben sich die Leute nicht in erster Linie vernünftig zusammengesetzt, haben überlegt, was ist verantwortlich, was ist sinnvoll und verantwortlich, sondern es ist das Ergebnis von Kriegen. Und genauso der Privatbesitz. Der Privatbesitz entsteht nicht aus solcher vernünftigen Sinnüberlegung, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich durch Konkurrenz um äußere Vorteile. Und wenn ich dann hinkomme und sage, Leute, könnt ihr das verstehen, dass wir da eine ganz andere Grundregie reinbringen wollen? Wir wollen, dass die Menschen so im Ganzen verantwortlich und harmonisch mit allem umgehen. Ne? Und deshalb haben wir ganz andere Systemvorstellungen. Das ist für viele nicht schwer zu verstehen. Auch wenn sie es dann natürlich verdrängen und so. Jetzt hat nur noch Jannik und der andere Gast haben Redezeit. Ja, wollt ihr was sagen, ihr Helden? Wenn nicht, geht's in die nächste Runde einfach. Dann kann ich kurz einfach sagen, Wechsel 0. Ja, also da stimme ich Öffi zu. Es kommt halt auf das moralische Nutzungsrecht drauf an und ja, und ne, wenn man dann darauf schaut, wieder sage ich mal, die Verantwortlichkeit ja, gut gelebt werden kann und nicht darauf schaut, wer hat jetzt mehr Geld, mehr stärkere Muskeln oder wer hat sich kriegerisch besser durchgesetzt. Genau, das ist dann, denke ich, so ja, dieses indianische Besitzverständnis. Also dieses, das, was jetzt so die Staaten sich einbilden, was ihnen gehöre als Landbesitz, ist halt dieser psychologische Trugschluss, dass man einem Land ja eigentlich prinzipiell gar nicht gehören kann, sondern der Mensch sich eigentlich nur ja, sinnvoll einfügen kann in die organischen Mechanismen. Genau,
Genau, ja, dann bin ich das noch dazu, bin ich auch fertig und gehe gerne in die nächste Runde. Will die letzte Person noch was kurz sagen? Tipps, willst du noch was sagen? Die letzte Person kämpft noch ein bisschen mit seiner neuen Technik. Also erstmal schön euch zuzuhören, das klingt alles ganz interessant. Ich bin nur zufällig reingestolpert in das Ganze. Ihr habt hier so eine neue Chatform und sowas. Ich bin gar nicht so up to date. Ich habe die Begründungen für die Gemeinwohlökonomie sehr wohl gehört, weil da in diesem Gemeinwohlökonomie-Thema stecke ich in Bomritz seit 8 Jahren ungefähr drin. Muss mich da wie immer auf Öffis Seite schlagen. Die Gemeinwohlökonomie ist ein trojanisches Pferd. Aber ich kann das jetzt nicht in 5 Sätzen oder in einem kurzen, knappen Dings jetzt so erläutern. Also ich bin von der Gemeinwohlökonomie-Idee an sich als prinzipielle Idee überzeugt, aber die 6 verschiedenen Gemeinwohlökonomie-Spielarten, die derzeit so in gewissen Kreisen im Umlauf sind, ist nicht eine dabei, wo ich was von halt. Und was die Staaten angeht oder wie wir hier uns verhalten sollen, da macht es wie die Friedensgärtner in Pomritz. Wir kommen, wir nehmen uns das, was wir brauchen, wir verteidigen es und warten ansonsten eher ab. Wir haben gerade so eine komische Zeit irgendwie, das ganze Land, alle Menschen, selbst also wirklich, wirklich dumme Typen, so, die man so gar nicht mag, wenn man sie sieht, sind irgendwie aufgeweckt. Die Menschen haben begriffen, hier muss sich was ändern. Aber viele sind so gefangen von diesem, wir nennen es umgangssprachlich Kapitalismus, auch die Gemeinwohlökonomie ist am Ende einfach nur eine kapitalistische Idee. Man will an vielen Stellen will man das Geld grün machen, an anderen Stellen will man das Geld sozial machen. Jeder hat so eine andere Idee, wie man das Geld jetzt verbessern könnte. Aber keiner ist wie Schenker. Nämlich lasst uns dieses Scheißgeld einfach weglassen. Ja. Das so weit kommen sie nicht. Piep, 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 piep. Ja. Nächste Runde beginnt. Ja, einfach weiter. Ich werde dabei bleiben, ich werde euch zuhören, aber mich quasi nicht einmischen sozusagen. Danke für das, was du gesagt hast, Tim. Danke. Ja. Nächste Runde, Wechsel 2. Erster Hinweis nur ganz kurz. Die GWÖ-GWO-Kombi ist das Gegenteil von der Gemeinwohlökonomie. Weil die Gemeinwohlökonomie ist ja für uns, ich habe ja vorhin gesagt, da warst du noch nicht da, für uns gehört sie in die Gruppe der Alternativkonzepte, und zwar das alles, was rund um Felber entstanden ist, führt am Ende zu einem DDR, zu einem zusammenbrechenden Wirtschaft und ist sozusagen ein Konzept des Wirtschaftsruins. Also uns interessiert die Gemeinwohlökonomie nicht mehr, wir respektieren nur, dass der Name toll ist. Ja, und dass Felber da auch gewürdigt werden muss, weil er einmal den richtigen Gedanken formuliert hat, nämlich dass man Steuervorteile den Unternehmen geben muss und andere finanzielle Vorteile, die den Menschen Gutes tun. Und da ist die einzige Gemeinsamkeit, und alles andere bei Felber sind DDR-Konzepte zum Ruin eines Landes, weswegen die Wirtschaft auch Sturm läuft gegen die Gemeinwohlökonomie. Die hat schon verloren, die weiß es nur noch nicht. Die große Wirtschaft hat längst entschieden, dass die Gemeinwohlökonomie die Länder ruinieren würde. Ja, weil sie ein DDR-Konzept ist, ein Konzept des Wirtschaftsruins. Und unsere GG-Kombi ist ein Konzept des Wirtschaftswunders, weil sie nämlich tatsächlich zwingt, also erstmal richtig zwingt, nur Gutes tun zu dürfen und wirklich knallhart die Unternehmen, die irgendwas Schädliches macht, abstraft, sodass sie pleite gehen müssen. Da gibt's gar keine Chance mehr. Ja, die können durch nichts mehr überleben, weil diese Verdienstzuschüsse, die staatlichen, spielen eine so große Rolle dann und haben ein so gewaltiges Übergewicht, dass wer ohne Verdienstzuschüsse weiter wirtschaften muss, der ist quasi schon morgen pleite.
Der kann nichts mehr bezahlen und nicht mehr, kommt dann nicht mehr hin, ne, in seiner Kalkulation. Und der entscheidende Punkt ist, dass ich jetzt eben gesehen habe, also nochmal der Hinweis, Löwen, Gorillas, Schimpansen respektieren genauso wie Bonobos das territoriale Streifgebiet der anderen. Und wenn nicht, gibt's Riesenkrieg oder Prügeleien und so weiter, ja. Und was ihr im Prinzip wollt, ist, dass ihr im Prinzip die Eigentums, das Eigentum an Wald und an Feld und Land und so weiter im Zweifelsfall in Frage stellt. Und das ist eine Art Kriegserklärung gegenüber den Menschen, denn die Leute, die Eigentümer des Landes sind, das ihr dann vielleicht beleben möchtet, die würden da auf die Barrikaden gehen. Und wir sehen das doch schon beim Friedenscamp in Berlin. Ständig kommt die Polizei vorbei und sagt, naja gut, eure Genehmigung ist abgelaufen, denn wir wollen das öffentliche Eigentum hier der Stadt Berlin nicht weiter so beschädigt oder genutzt sehen, wie ihr das gerne möchtet, sondern das ist hier Eigentum, das ist Parkgelände, das gehört allen Bürgern und es ist für die Freizeitraum und das, dafür wollen wir es haben und für euch wollen wir es nicht zur Verfügung stellen. Ja, sie machen das eine bestimmte Zeit. Ja, die machen das also eine bestimmte Zeit. Also ihr würdet also quasi in totalen Konflikt mit dem Eigentumsrecht kommen und das ist gar nicht nötig aus uns, denn wir können den Kapitalismus auch abschaffen und alle Probleme des Kapitalismus abschaffen, ohne jemals das Eigentumsrecht oder gar das Geld abzuschaffen. Ist überhaupt nicht nötig. Wir Wissenschaftler sagen immer, wir machen nichts, was nicht nötig ist. Und wenn Leute noch Tauschhandel wollen, brauche ich Geld, weil das das Einfachste ist. Sonst lande ich wieder beim wahren Tauschhandelwechsel, weil der Janika erstmal einen Wechselwunsch formuliert hat. Ja, ja, Wechsel null. Also was mir jetzt einfach wichtig wäre, das mal zu betonen, dass sozusagen, wo das Recht dann wirklich liegt. Ne? Also wenn man sich jetzt mal überlegen würde, wie jetzt der Mensch am nachhaltigsten, naturverbundensten leben würde auf einem gewissen Territorium und das aber verhindert wird, weil jetzt zum Beispiel irgendein reicher Mensch, Elon Musk oder was, seine ganzen Milliarden bezahlt und dann sich sozusagen dieses Land kauft und dann sozusagen mit Polizei dann, weil das ist ja sein Eigentum, die Leute da dann vertreiben kann, weil er hat vielleicht so viel Geld, weil er will da ganz viele Swimmingpools und Saunalandschaften für sich alleine hinbauen. So, dann ist das, und wenn dann aber die Leute, die da vertrieben wurden, dann sagen so, aber eigentlich sehen wir das anders, dass das eigentlich unser Land ist, dann ist das eigentlich, sind die ja eigentlich im Recht und nicht der Elon Musk. Und wenn der Elon Musk dann sagen würde, irgendwie so, oh, das ist ja eine Kriegserklärung an mich, dass ihr da das Land haben wollt. Ich habe doch hier meine tausenden Quadratkilometer Swimmingpools für mich alleine. Wechselwunsch. Irgendwie von Kriegen. Ich will nur sozusagen so von der Denkweise. Also, also so jetzt ist vielleicht ein bisschen überspitztes Beispiel, aber es kommt letztendlich darauf an, wo liegt das wirkliche Recht, ne? Dass ich eben nicht immer zwangsläufig bei dem, der am meisten Geld hat und sich am meisten Land kaufen kann, sondern das wahre Recht ist das Naturrecht, wo der Mensch sozusagen Ende. In seiner natürlichen Balance leben kann. Ja, Wechselwunsch 2 war das gewesen, Wechsel 2. Ja, also eben damit sage ich, damit stellt ihr alles in Frage, nämlich die Tatsache, dass einfach im Moment die Menschheit, die Mehrheit, ihr stellt quasi genauso in Frage, wie das die letzte Generation macht, ja, die Mehrheit der Menschen entscheidet, und da können wir Naturwissenschaftler nur zustimmen, dass das Eigentumsrecht ein Fortschritt ist, kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt war. Und ihr stellt quasi sozusagen in Frage und sagt, nein, die Leute, die von der Polizei vertrieben werden sollen, haben das Recht zu bleiben. Und daraus ist dann eigentlich ein gewaltsamer Konflikt vorprogrammiert. Ja? Und denn wie sonst soll es gehen? Wunsch,
Ja, und von daher ist also sozusagen, zeigt mir das, dass dieses Konzept eben, wie gesagt, von der Masse der Menschen niemals Zustimmung finden kann, weil man sofort merkt, dass es zu einem riesigen Unfrieden in der Welt führen würde, wenn wir plötzlich wieder Eigentums in Frage stellen würden. Das wäre ja letztendlich Enteignung, ja? Und dann wären wir wieder beim DDR-Konzept und beim Ruin des Systems. Wechsel, weil Euphi hat gesagt, er wolle Wechselwunsch. Nee, es führt weder zu gewaltsamer Auseinandersetzung noch zu Enteignung. Und das ist logisch im Ansatz von Schenker-Bewegung, also so klar und fest drin, wie man sich es ja eigentlich kaum anders oder besser vorstellen kann. Denn bei uns, wenn die Polizei dann kommt und sagt, wir wollen euer Friedenscamp hier nicht weiter dulden, kommt von unserer Seite aus nur gewaltfreier Widerstand. Und das ist sogar, ich muss betonen, auf dem Hintergrund, dass überall, wo wir von Schenker Bewegung Projekte gemacht haben, wurden wir ursprünglich eingeladen. Sogar auf rechtlich akzeptabler Basis wurden wir zum Mitmachen eingeladen. Und die weiteren Auseinandersetzungen, also zum Beispiel, ob dann der Genehmigungsentzug fürs Friedenscamp und sowas, ob das nach dem bestehenden Rechtssystem rechtsgültig ist, da leisten wir gewaltfreien Widerstand und den muss man sich ja mal klar machen. Das ist das völlige Gegenteil zur Gewalt. Gewaltfreier Widerstand heißt, ich sehe, da geschieht Unrecht, auch werden vielleicht Gesetze entweder missachtet, falsch ausgelegt, angewendet, wie auch immer. Ich handle so, wie es eigentlich gerecht wäre, auch rechtmäßig wäre. Ich nehme durch die aus meiner Sicht ungerechten Gesetze in Kauf, ohne Gewalt anzuwenden, dass sie gegen mich angewendet werden können, um mich zu bestrafen, um mir Geldstrafen aufzubürden, mich ins Gefängnis zu schmuggeln Wechselwunsch. oder sonst was. Und anders agiere ich nicht. Und es gibt grundlegendere Rechtsansprüche als das Eigentumsrecht. Es ist für eine Demokratie ein grundlegenderes Recht, dass die Menschen miteinander reden und gemeinsam Entscheidungen treffen, dass sie eben ein Rechtsstaat sind, wo eben der Einzelne seine Gewalt abgeben kann, weil nach Argumenten oder Recht gegangen wird und der Staat darauf aufpasst und so weiter. Und auch die Verantwortlichkeit. Also da komme ich beim nächsten Mal, dann wenn ich was sage, auf die Rita Süssmuth, die uns da besucht hat im Camp. Wechsel 2. Ja, also eben das ist genau der Punkt, dass ihr quasi der Richter, der dich vielleicht wegen illegalen Zelten und illegalen Camp und so weiter dann bestraft, der hat natürlich im Hintergrund die Argumentation, dass hier sich jemand ein Eigentum, das zum Beispiel Gemeinschaftserholungseigentum der Berliner Bürger ist, sozusagen unerlaubt aneignet, dort zeltet, sozusagen, wie das Obdachlose machen, die vom Ordnungsamt geräumt werden und so weiter, weil hier ein Naherholungswert für die Bürger, dieses Eigentum der Berliner Bürger quasi, vom Öffi, denen weggenommen wird, ohne dass er sich das erarbeitet hätte, Geld verdient hätte, gekauft hätte und dort dann seine Hütte aufgebaut hätte oder sein Haus, seine Villa aufgebaut hätte. Und das zeigt für mich, dass eben aus dem Schenker-Konzept, wie bei aus allen Alternativkonzepten, einfach nur am Ende böses Blut entsteht und damit das Ganze, wie ich von Anfang an als Hypothese sagte, ein durch und durch ein Verschlimmbesserungskonzept ist. Wechsel. Ja, Wechsel 1. Denn das können wir ja gerne jetzt anschauen, weil das Geschehen läuft ja. Also erstmal wollte ich noch sagen, für diesen Anspruch, dass wir da einen rechtmäßigen Protest oder einen rechtmäßigen Veränderungswunsch äußern, dafür kriegen wir, also wenn überhaupt Politiker sich dazu äußern, ne? Und ein Richter bin ich auch sehr gespannt, also die, mit denen ich bisher gesprochen habe, auch ein Richter einer Verhandlung wegen Corona-Maßnahmenübertretung, der hat mir eher recht gegeben. Der hat nur gesagt, das Format, also ist zu klein, ne? Also diese Maßnahmenübertretung, um mein großes Thema so auf die Bühne zu bringen. Aber ich hätte ihn sehr zum Nachdenken gebracht. Mehr wollte er gar nicht sagen dazu. Und auf jeden Fall wollte er das Verfahren gegen mich dann fallen lassen. Und schauen wir mal, um welches Thema es geht. Und dann kann man sich nämlich auch überlegen, haben wir eine Position von Schenker-Bewegung,
dass wir dem Staat sagen können, hör mal, wir weisen auf Unrecht hin, was auch nach euren Rechts- und Gesetzesvorstellungen eigentlich so ein schwerwiegendes Unrecht ist, dass ihr uns Recht geben müsstet. Wenn ihr es doch nicht tut, nehmen wir gerne die Geld- oder Gewaltstrafen oder so in Kauf, weil unser Gewissen uns das gebietet, dafür einzutreten. Aber schauen wir mal, was ist das Anliegen, was wir vertreten? Und ich bin froh drum, dass der Staat, also vielleicht war er ja ein denkender Mensch, ich meine, ich habe jetzt aber auch keine weiteren Antworten seitdem, mal gucken, wie der Staat war. Jedenfalls, ich wurde ja jetzt, bekam ja eine Strafanzeige, aber nicht wegen den illegalen Zelten, sondern viel besser noch, also als hätten sie mich verstanden in der Hinsicht. Ich habe eine Strafanzeige bekommen dafür, dass ich einen pazifistischen Sturm aufs Kanzleramt ankündigte im Jahr 2022, habe ich auch durchgeführt, um dort ein erstes korruptionsbefreites Büro, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur reinzubringen. Und Ende. Wenn ich verliere, ja, das heißt, der Rest kommt dann beim nächsten Mal. Genau. Wechsel 2. Ja, und dieser Kanzleramtssturm ist wieder, dass du quasi nicht respektiert hast, dass das das Eigentum der Mehrheit der Bürger ist, die Wahlen gemacht haben und die dann quasi dieses Parlament ausschließlich als Eigentum für die gewählten Volksvertreter gedacht haben und eben nicht für dich. Und noch, bevor der Wechselwunsch dann jetzt kommt, noch kurz zu dem Zwangssystem. In der DDR hat man alles dafür getan, dass die Menschen wirklich zutiefst überzeugt sind, an einem guten System mitzuwirken. Also meine These ist, es spielt überhaupt keine Rolle, ob DDR oder Schenker-Konzept. Die Menschen wissen, weigern sich einfach, selbstlos werden zu sollen. Das ist egal, in welchem Rahmen. Wechsel. Ja, Wechsel 1. Geht ja gar nicht darum, ob sie sollen. Die Frage ist, ob... Ach so, also, tut mir leid, ich habe jetzt gerade übersehen, dass ja dein Konto jetzt schon leer ist. Ja, okay, nächste Runde müssen wir machen. Mache ich in der nächsten Runde. Nächste Runde dann, ja, genau. Will jemand von den anderen beiden noch mal kurz was sagen? Da ist noch ein bisschen Zeit übrig. Ich will nichts sagen. Ja. Wenn ich will nicht, aber ich muss... Wir müssen dahin kommen, zu akzeptieren, dass ein Großteil derer, die aufrecht gehen und sich die Schuhe binden können, natürlich auf Eigentumsrechte zum Beispiel bestehen würden, weil ihr Horizont einfach zu klein ist. Das Eigentumsrecht ist eines der größten Verbrechen der Menschheit. Aber das zu erkennen und zu begreifen, sind eben nur 5 oder 10% der 8 Milliarden in der Lage. Immer dann, wenn ich auf das Eigentumsrecht pochen kann, bedeutet das von vornherein, ich bin in einer vorteilhaften Position. Ob ich der Größere bin, ob ich mehr Geld habe, die meisten Maschinen in meinem Park, es ist völlig egal. Niemand kann auf Eigentum pochen, der schwach ist. Das Eigentumsrecht ist ein Recht für Starke, wie auch immer die Stärke dann aussehen mag. Ich halte das Eigentumsrecht für die größte... für den größten Fehler seit dem Sesshaftwerden. Fertig. Dankeschön. Sekunde, Technik und dann Wechsel 2. Ja, tolle Diskussion, ne? Moment. Ja, Wechsel 2. Ja, da hat sich jetzt wieder ganz toll gezeigt, worum es geht. Unsere Theorie besagt ja, unsere 2 Bücher mit den 500 Seiten, das aus unserer Sicht wertvollste Buch der Menschheit überhaupt, oder einzige von nennenswerten Wert, sagt ja ganz klar, die Theorie ist die,
Sozialspartler und andere Berufsgruppen, die vom Niedergang eines Landes leben, zum Beispiel auch gerade die Sparten innere Sicherheit, die ja gerade von dem Prozess, den Öffi jetzt ausgelöst hat, wieder Karriere machen, da gibt es irgendwelche Anwälte, die beteiligt sind, irgendwelche Richter, Staatsanwälte und so weiter. Und dieser ganze Apparat bläht sich immer weiter auf, je mehr da los ist. Ja, und je bläht sich immer mehr auf. Und nochmal, in der Demokratie ist es faktisch so, dass die Mehrheit das Eigentumsrecht bejaht, also als Fortschritt ansieht, und dass natürlich jemand, der nichts hat, sagt, nein, das Eigentumsrecht möchte ich gerne in Frage stellen, so wie der Dieb, der dann natürlich einen Einbruch macht und auch sagt, nee, eigentlich bin ich berechtigt dazu, denn das Eigentum ist ja eigentlich Diebstahl. Ne? Und das ist genau der Punkt, das führt dann dazu, wenn wir einen Staat gestalten, nachdem eine Auflösung des Eigentumsrechts machen, dann führt das zu einer beispiellosen Verarmung eines Landes, und dann können die Sozialspartler und die anderen Sparten, die vom Niedergang eines Landes leben, riesige Karrieren machen und Gewinne machen. Und genau darum geht's. Und deswegen sage ich wieder, das Konzept der Schenker ist gespeist von den Sparten, die vom Niedergang eines Landes leben, nämlich von deren Zentralirrtümern. Wechsel, weil der Öffi ja Wechselwunsch gerufen hatte. Genau. Ich greife auf, wo wir da geendet haben. Die Zuschauer können ja auch zurückscrollen im Film. Du sagtest, die Menschen rebellieren dagegen und weigern sich, weil sie wollen es nicht, dass sie ohne Egoismus und gemeinwohlorientiert nicht korrupt sein sollen. Geht es ja auch gar nicht drum. Sondern es geht darum, ob sie Menschen, die freiwillig, nicht egoistisch, gemeinwohlorientiert, vernünftig, verantwortlich und liebevoll sein wollen, ob sie denen ein solches Lebensrecht oder entsprechende Freiräume zugestehen müssten nach ihrem eigenen Rechtsanspruch, grundlegendsten Rechtsansprüchen. Und abgesehen jetzt davon, dass bei uns eben nicht im Staatssystem, aber zumindest bei mir, wird kein Anwalt bezahlt und dass die Gerichte haben bisher von uns kein Geld bekommen. Ne? Also von daher ist das mit der Spartenförderung so eine Sache. Aber ich komme auf den viel wichtigeren Punkt hin. Wenn ich vor dem Richter stehe, dann werde ich zu ihm sagen, und das ist ein ganz anderer Ansatz, auch bei Klimaklebern und so, ich werde sagen, Herr Richter, jeder Polizeibeamte darf kein kleinstes Dankeszeichen von jemand anheben, weil er dann als korruptionsgefährdet angesehen wird. Dürfen die Politiker öffentlich zugeben, dass sie hauptsächlich korruptionsgesteuert sind und haben sie dann keine rechtliche Handhabe, dagegen zumindest das positive Gegenbeispiel zu erlauben in der Gesellschaft? Wechsel 2. Ja, Öffi, da drehst du dich aus unserer Sicht immer raus aus den Dingen. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Das Geld für neu geschaffene Stellen in der Staatsanwaltschaft, weil sie sich eben auch mit dir beschäftigen müssen, ja, das Geld davon kommt natürlich dann, wird bezahlt von den Bürgern. Ja, also das heißt, die Karrieren, die die Leute jetzt in der Staatsanwaltschaft machen, weil der eine wird jetzt Gruppenleiter einer neuen Gruppe der Staatsanwälte, das Geld wird ja den Bürgern aus der Tasche gezogen. Wenn du das nicht bezahlst, ist völlig irrelevant für die Begründung. Also biologisch ist es ganz einfach, dass sozusagen alles, was ihr macht, sozusagen letztendlich darauf hinausläuft, dass ein Land insgesamt ruiniert wird und dass aber die Sparten, die vom Niedergang des Landes gut leben, sich immer mehr vergrößern und immer mehr aufblähen und am Ende ein kaputtes Land übrig bleibt. Und weil und nochmal, bevor ich Wechsel gebe, dass du sagst, du willst ja nur das von den Leuten freiwillig gegebene Gelände haben und nutzen, das ist ja verständlich, aber das bedeutet dann auch wiederum, dass es nie eine Chance hätte, ein Staatsmodell zu werden. Du musst entweder sagen, ich will in der Nische geduldet werden von Leuten, die Spaß an so einem Experiment haben. Ja, das wird immer gehen, aber die Frage ist doch, ob du einen 80.000 Menschenstaat, wie das Gemeinwohlland, wie es konzipiert ist, kannst du niemals davon überzeugen, dass das eine Staatsform sein könnte. Wechsel?
Ja, logisch ist das nicht ausgeschlossen. Wenn einzelne Menschen sich freiwillig zusammentun können für freiwillige Verantwortlichkeit und Menschengeschwisterlichkeit, dann können es andere vielleicht auch tun und es könnten immer mehr Menschen so tun. Aber unabhängig davon, es geht gar nicht darum. Es geht darum, dass ich sage, auch vor dem Richter, Herr Richter, ob Sie jetzt alle hier mitmachen, auch Sie, Herr Richter selbst, ist eine andere Frage. Ich stelle Ihnen die Frage, ob Menschen, die konsequent nicht korrupt leben wollen, ob die das Recht dazu haben, diese Lebensform zu praktizieren. Und würde das verwirklicht werden, lieber Dillen, ist es auch kein Vorteil für die jetzigen korrupten Rechtssparten, weil dann würden Mechanismen eintreten, auch ehrenamtliche und gewaltfreie und nicht kommerzielle Mechanismen, wie zum Beispiel freie Argumentekulturforen und anderes, und entsprechende Konfliktlösungsmechanismen, die auch da korrupte Konfliktverläufe immer mehr unmöglich machen und überhaupt auch den Aufwand ganz anders runterschrauben würden, als das jetzt bei diesen ganzen korrupten juristischen Rechtskämpfen oder so der Fall ist, wie es da geschieht. Das heißt, so werde ich vor dem Richter stehen, ne? Und egal, wer da einen Vorwurf erheben will, ich werde sagen, ist nicht hier in der Demokratie der Grundpfeiler, dass der Bürger der Souverän sein soll und das Wahlrecht und alles haben soll, das letzte Bestimmungsrecht haben soll, in der Annahme, dass er es nicht missbraucht, sondern dass er es vernünftig und verantwortlich handhaben wird. Wenn nicht, wäre an der Wurzel die Korruption mit drin. Und da stelle ich Ihnen die Frage, ist das nicht das größte Verbrechen? Und müsste, wenn der kleine Polizeibeamte kein Dankeszeichen annehmen darf, müssten Sie nicht Rechtsgrundlagen dann anwenden können, die gegen diese Korruption wirken. Und mein Ziel ist erstmal nicht, den anderen was zu nehmen und zu sagen, ihr müsst jetzt das und das und das und das machen, sondern Wechselwunsch. ich mache das, dieses freiwillige, vernünftige, verantwortliche Denken und Handeln und Leben und Gemeinschaftsversuchen. Und ich stelle die Frage, ob das jetzige Rechtssystem, wenn es das schon nicht fördert, es zulassen müsste oder ob es das abwürgen darf. Und diese Klärung will ich dann vor Gericht. Wechsel 2. Ja. Das ist, für mich klingt das alles nach völlig leeren Worten, weil es ist ganz einfach. Du hast versucht, das Eigentum der Bürger und der gewählten Volksvertreter zu betreten und das ohne Eigentumserlaubnis und ohne Eigentumsanteile. Und dann gehörst du nach deutschem Recht eigentlich dafür bestraft. Das wird sicherlich gelingen, dass der Richter sagt, na ja gut, der Mann ist offensichtlich geistig ein bisschen so verwirrt, dass er wirklich irgendwie da an irgendwelchen Träumen hängt und es auch nicht böse gemeint hat und so weiter. Und da will ich doch mal eine Bewährungsstrafe oder irgendwas aussprechen. Aber also der wird sicherlich milde gestimmt sein, ja. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Du verstößt gegen das Eigentumsrecht, das die deutsche Bevölkerung an ihrem eigenen Parlament hat. Und damit ist das eine strafbare Handlung und die gehört bestraft. Wechsel. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Und bei dem Richter wird es so sein, dass ich dann ja argumentieren kann, wenn er annimmt oder wenn irgendjemand sagen wollte, das kann vielleicht geistig verwirrt oder psychopathisch oder was auch immer sein, haben wir schon gehabt die Situation, dass Leute den Vorwurf erhoben. Ich habe mich vermittelt durch die Medien von einem absoluten Experten, ne, im Bereich der geistig-emotionalen Störungen untersuchen lassen und er hat öffentlich bekannt gegeben, er findet daran nichts Krankhaftes, sondern er hält mich für hochintelligent. Das kann man gerne wiederholen und kann man gerne noch weiter prüfen und man kann hingehen und kann das wissenschaftlich untersuchen. Also meine Forderung an die Politik ist ja dementsprechend auch, also was ich der Rita Süssmuth Piep, gesagt piep, habe piep, und piep. was ich da bei dem Kanzleramtssturm als Forderungen so genannt habe, sage ich dann beim nächsten Mal. Ja, Wechsel 2. Ja, das ist eben genau das. Hochintelligent, ja, aber aus meiner Sicht eben leider in der Übernahme von Zentralirrtümern bestimmter Sparten, die auf den Niedergang eines Staates hin ihre Karrieren machen oder verdienen und so weiter. Und
Und der Punkt ist eben der, unser Konzept des Gemeinwohllandes bekommt überhaupt kein Problem. Bei uns ist Eigentum kein Diebstahl und kein Verbrechen, sondern ist eine neue Lösung. Also denken wir mal an die Indianer Nordamerikas. Man könnte sagen, die waren Eigentümer des gesamten nordamerikanischen Kontinents und des südamerikanischen Kontinents. Und dann war die Realität die, dass ein durch und durch krankes System, das kapitalistisch-europäische System, hinkam und einfach nur festgestellt hat, unsere Kanonen sind stärker, unsere Winchester sind stärker und unsere Maschinengewehre sind stärker. Und dann wurden die abgeschlachtet. Dafür gab es dann immer auch Begründungen, weil ja jede Sparte und jedes alles für sich immer irgendeine Rechtfertigung hat, so wie Putin jetzt auch eine Rechtfertigung hat, warum er gegen Ukraine Krieg führt und umgedreht und so weiter. Also Rechtfertigung gibt es immer wie Sand am Meer, also sozusagen kriegsbejahende Konzepte. Auf jeden Fall war dann Fakt, da sind wir beim nächsten Punkt, nämlich, dass wer nicht stark genug ist, und unser Staat würde ja direktes Mitgliedschaft in der NATO beantragen, ja, weil ohne eine Schutzorganisation wird heute alles angegriffen. Der Irak und die Ukraine waren beide nicht in der NATO. Wenn sie Mitglied in der NATO gewesen wären, hätte sie niemand angegriffen. Ja, und ihr müsstet ja jetzt technologisch ein Hochleistungsstaat sein, um der NATO etwas bieten zu können, um quasi an, ich habe gestern eine Riesensendung gesehen über Raketenabwehr und dass Deutschland sich nicht verteidigen könnte im Kriegsfalle. Und von daher sozusagen, das wäre das nächste Kapitel, dass euer Modell nicht für ein funktionierendes Gemeinwesen taugt. Jetzt haben noch Yannick und der Dings, wie heißt Tipps. Der nochmal? Tipps. Der Yannick und Tipps wieder noch Redezeit, falls sie nutzen wollen. Ja, es gibt ja keinen Zwang dazu. Ja, also ich nicht. Ja. Ja, dann. Mit dem Ukraine-Krieg hüpfen wir jetzt wieder zwischen den Themen hin und her. Ach, der Putin greift die Ukraine an. Ah, nee. Wir bleiben, also wir, also wir, die Schenker und Schenker-Unterstützer und so, wir bleiben, wie wir sind. Ich kann ja gar nichts rühren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mit dem Ukraine-Krieg, das ist hier, weil ich gerade in Ostdeutschland mich aufhalte. Ich komme ja nicht aus dem Osten, ich bin über See. Das ist hier Dauerthema, weil viele hier haben ja ihren Dienst in der Sowjetarmee, ihren Wehrdienst hier bei der Ossis hier, bei der Volksarmee und so geleistet. Dementsprechend ist hier die Stimmung etwas, ich sag mal, pro-russischer. Und hier darf man nun nichts sagen, was gegen Putin spricht, sonst ist man platt. Deswegen, ach, jetzt kommen wir wieder zum Ukraine-Krieg am Ende. ich versuche mich gerade kurz zu sortieren. Das ist, also Ukraine ist bei mir so ein rotes Thema gerade. Ich muss meinen Kopf gerade mal kurz sortieren noch. Also, was der Öffi da macht, zum Beispiel mit diesem Friedenscamp in Berlin, auch wenn ich nicht beteiligt war, ich bin großer Fan davon, ich war Teil der Occupy-Camps, das ist schon 10 Jahre her oder 12 jetzt, keine Ahnung. Die Berliner haben keinen Anspruch auf ihre Parks. Es gibt keine Berliner Parks, sondern die Berliner okkupieren im Glauben, Recht zu haben, ein Stück Erde. Und ich gehe dahin, in diesen öffentlichen Park und stelle da mein Zelt hin, und will jetzt mit den anderen reden. Und dann kommt die BRD, das könnte auch die USA sein oder England, es ist doch egal, wer zu mir kommt und sagt zu mir, du darfst das nicht, weil das ist hier das Stückel von der Stadt Berlin. Wer hat denn das bestimmt? Woher kommt denn das alles?
Da kann ich auch behaupten, der Friedensgartens ist mein Haus und die 1300 Quadratmeter ist mein Land. Und wer es mir wegnehmen will, da komme ich mit der Kalaschnikow und verteidige das. Das ist das Grundprinzip. Der Stärkere stellt sich hin und sagt, wo es lang geht. Eigentumsrecht. Weil der Friedensgarten ist tatsächlich mein Eigentum. Ganz Deutschland und ganz Europa ist mein persönliches Eigentum und ihr seid alle nur meine Gäste. Was ihr in eure Bücher schreibt, wenn ihr euch zusammensetzt, eine Uni gründet und euer Ding macht, könnt ihr ja tun, das toleriere ich, sage ich, ich bin ja Toleranz, könnte die so machen. Aber Tatsache ist, der ganze Planet gehört mir alleine und ihr seid alle nur meine Gäste. Und eure Vorstellungen, dass ihr auch was zu melden hättet, kommt von einem System, was ihr euch in Jahrhunderten geschaffen habt. Piep, 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 piep. Und bloß tolerant und sag, okay, können die so machen. Wenn ich so drauf wäre, wie die Mehrheit der Menschen, dann würde ich mir sofort einen Panzer bauen und euch alle wegschießen, damit ihr mal kapiert, wo es lang geht. Ende. Herzen. Ja, die Zeit ist zu Ende. Nächste Runde dann, bitte. Jeder Quadratmeter. Nächste Runde dann weiter. Deswegen Eigentumsrecht ist wie sesshaft werden. Kleine, schwache Individuen, die aufrecht. Die Redezeit ist zu Ende. Nächste Runde. Aufheben für die nächste Runde. Ja, in der nächsten Runde kannst du weitergehen. Ja, ja. Gerne in der nächsten Runde wir dann weiter argumentieren. Wechsel 2, neue Runde, ja? Wechsel 2, ja, das ist eben genau das, was ich sage. Dahinter steckt eine Mentalität, ich mache mir meine Gesetze selber, was die anderen, die Masse der Menschen in ihrer Blödheit sich für Gesetze gesetzt hat, ist mir scheißegal, ich mache mir meine Gesetze das ist nichts anderes als riesiger Unfrieden. Das ist dieser Aufstand gegen die da oben und gegen die Mehrheit und so weiter. Und das ist eben, das führt zu größeren Gewinnen für die Waffensparten, für die innere Sicherheitssparten, für Polizei, für Verfassungsschutz. Wenn das jetzt also gerade, was der Herr Tipps gesagt hat, der Verfassungsschutz gehört, hätte er gesagt, ja gut, die Leute müssen wir beobachten, ja, weil das ist, klingt gefährlich, ja, denn das sind alles, und die Sozialspartler verdienen, weil wenn das zu einem politischen Konzept würde, wäre es ein Armutskonzept. Aber ich muss jetzt weitergeben, weil der Öffi hat um Wechsel gerufen, ne, Wechsel. Ja, und ich schließe einfach an das, was ich da beim letzten Beitrag gesagt habe. Der Richter oder überhaupt die Gesellschaft wird es nicht für verrückt erklären können. Also diesen Anspruch, dass der Mensch freiwillig, vernünftig und verantwortlich fürs Ganze denken und handeln kann. Und dass er dazu ein Recht hätte, auch nach dem grundlegendsten Demokratieverständnis als Souverän der Politikgestaltung. Man würde das System an seiner Wurzel abtöten, vergiften und abtöten, wenn man dies bestreiten würde. Dann hast du, der nächste Punkt ist, nach dem, es ist nicht für verrückt erklärbar, ist es irgendwie als falsch hinstellbar, jetzt seitens des Richters oder des Systems? Ist es auch nicht, weil, ich habe ja gesagt, ich erzähle dann jetzt in diesem Beitrag mal, was ich da als Forderungen stelle. Ob jetzt beim Kanzleramtssturm oder als die Rita Süssmuth uns dann besucht hat, die uns ja recht gegeben hat. Ne? Man könnte eigentlich gar nicht mehr schlafen, ruhig schlafen, weil alle Politikergenerationen es nicht geschafft hätten, den Wechsel von Durchsetzung mit äußerer Gewalt, Korruption, Militär zu einer problemlösenden Form des Miteinanderredens zu schaffen. Die hat uns ja ermutigt, haltet durch und macht weiter. So, und ich stelle die Forderung an den Richter, ans Kanzleramt, an die Frau Süssmuth auch, lassen Sie uns nicht nur eine Begegnung mit ein paar Worten, die man austauscht, machen, sondern einen Gesprächsfaden draus machen, der Sache angemessen ist. Wechselwunsch. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dabei wird herauskommen, dass zumindest prüfenswert ist, ob da was dran ist. Also schicken Sie statt Polizisten, Ordnungsbeamten und so weiter geeignete Wissenschaftler. Drittens. Dafür braucht es sicher die Bereitschaft, auch zu Experimenten sowas zu leben.
Deshalb darf der Staat, wenn er es schon nicht fördert, sowas wie diese Friedenscamps oder Freiheitsreservate nicht abwürgen. So, damit werde ich da stehen, das werde ich sagen. Ende. Und dann kann man gucken. Ja. Ich setze beim nächsten Mal vor. Wechsel 2. Ja, also, liebe Zuschauer, Sie sehen, dass die Schenkerbewegung wie alle Alternativler-Konzepte im Prinzip alle Naturgesetze außer Kraft setzen möchte und überwinden möchte. Nämlich mit dem Zentralirrtum, der dahinter steckt, nämlich alle Menschen seien gleich, fordert man, dass die, die nichts haben, während in der Natur Naturgesetz ist, wer nicht erfolgreich ist, bekommt auch keine Kinder und vermehrt sich nicht, sondern verschwindet von der Welt. Weil die ganze Natur ist darauf gepolt, dass auch zum Beispiel jeder Staat nur dann konkurrenzfähig gegenüber den anderen Staaten ist in der Wirtschaft, solange er leistungsfähiger als die anderen ist teilweise oder in weiten Bereichen leistungsfähiger ist als andere und die anderen wieder in anderen Bereichen leistungsfähiger sind. Oder auch bei Bonobos, da gibt es diese Haya-Popaya-Welt, alle sind gleich und alle, auch die Armen, sind tolle Menschen und vermehren sich unendlich. Das gibt's alles nicht, aber der Öffi hat ja um Wechsel gebeten, also... das sind alles Versuche, die Naturgesetzlichkeiten dieser Welt völlig auf den Kopf zu stellen. Und das führt zum grundsätzlichen Scheitern eines solchen Lebensmodells. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Nehmen wir an, ich stehe vor dem Richter, dann könnte ich ihm genau das Gegenteil als Argument sagen. Ich könnte zu ihm sagen, lieber Herr Richter, wir berufen uns auf die naturrechtlichen Elementargrundlagen. Und das kann ich Ihnen mit zwei Dingen nachweisen. Auch die bundesdeutsche Verfassung und Gesetze akzeptieren als höhere Rechtsebene zum Beispiel die Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit begegnen. Wechselwunsch. Das sind Rechtsvorstellungen, die auf naturrechtliche Annahmen zurückgehen und darauf kann ich mich berufen. Und auch die Naturvölker im brasilianischen Urwald, wo du gemeint hast, die können sich doch nicht und da kommen dann die anderen, nehmen ihnen ihr Land weg. Das bundesdeutsche Entwicklungsministerium sagt, dass das nicht rechtens ist, sondern dass die Naturvölker ein natürliches Recht auf ihr Land haben und dass man nach dem Grundsatz des Free, Prior and Informed Consent mit ihnen umgehen müsste. Und auf diese Dinge werde ich mich berufen. Wechsel 2. Ja, aber das ist genau der Punkt. Eine Bonobo-Frau in Bonobo-Schenker-Kommunismus ist die Bonobo-Frau der Herr der Materie. Da kann ein Mann noch so viel sagen, ich möchte gern ein Kind zeugen. Das entscheidet die Bonobo-Frau und ihr Körper anhand der Sympathie und Dankbarkeit von sich aus, dass sie nur zulässt, dass die Spermien des größten Schenkers und des besten Schenkers der Gruppe einen Vorsprung bekommen auf dem Weg zur Eizelle. Und da kann sich der andere so viel auf den Kopf stellen und sagen, ich bin zwar ein Versager, ich kann den Frauen und Kindern nichts schenken, aber ich will jetzt um Teufel komm raus die gleichen Rechte haben und es ist alles illegal, was ihr macht und so weiter. Nein, die Frauen lassen es nicht zu, dass der Versager ein Kind bekommt, auch wenn sie mit ihm Sex haben, weil sie einen Weg haben, trotz des Sexes verhüten zu können, dass der Vater des nächsten Kindes wird. Und ihr wollt eben in allem die Naturgesetze umdrehen. Und das geht nicht, das kann nicht funktionieren. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Also erstens lasse ich mal offen, wenn es bei den Bonobos so funktioniert, ist ja die Frage, was bei uns Menschen anders sein kann. Und da rede ich jetzt auch nicht in erster Linie davon, was ist, sondern wenn ich jetzt mit der Gesellschaft mich auseinandersetze und mit dem Richter, vor dem ich stehe, dann reicht es mir, mich auf etwas berufen zu können, was er auch so sieht. Und dann kann ich eben sagen, egal ob es jetzt wirklich echtes Naturrecht ist oder nicht, aber auch Sie müssten als naturrechtliche Basis für den Umgang von Menschen miteinander, Artikel 1 der Menschenrechte, und auch für freie Naturvölker,
das Recht auf Free Prior and Informed Consent akzeptieren, wenn sie ihre eigenen elementarsten Rechtsgrundlagen und die eigenen Konzepte, zum Beispiel des Entwicklungsministeriums annehmen wollen und nicht bestreiten wollen. Und darauf werde ich mich berufen, egal ob es so ist, es ist ein Argument, das ich mit voller Wucht auf den Tisch legen kann. Ja, jetzt kommt das Gegenargument, Wechsel 2. Die Menschenrechte selbst sind produziert worden von den Sozialsparten dieser Welt, die von einem nicht existenten Gleichheitsidee ausgehen und mit dieser Gleichheitsidee natürlich dieses Gift reinbringen, dass das Naturgesetz, nämlich nur wer erfolgreich ist, bekommt Kinder und den Erfolgreichen gehört die Welt, weil eben im Wettbewerb der Arten und der Staaten und der Gruppen und auch bei den Bonobos der Wettbewerb zwischen den einzelnen Männern gnadenlos ist. Wer den Frauen nicht gute Geschenke und den Kindern nicht gute Geschenke an Nahrung bieten kann, wird von den Frauen gnadenlos, brutal diskriminiert und wird gesagt, ist ja schön, dass du auf irgendwelche sozialspartlerischen Menschenrechte pochst, aber die gewähren wir dir nicht. Wir sorgen dafür, dass du ausstirbst, weil du scheinst keine guten Gene zu haben und du scheinst für unsere Bonobo-Art und unsere Bonobo-Gruppe schädliche Gene zu haben. Du bringst nichts, du kannst nichts, deswegen lassen wir dich auch nicht an die Eizellen ran. Trotz des Sexes, den wir haben, wir treiben deine Spermienzellen nicht nach vorne, sondern die der anderen. Und da kannst du dich auf Menschenrechte der Sozialsparten berufen, so viel du willst. Wir gewähren sie dir einfach nicht, weil das Naturgesetz ist. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Dann gucken wir mal, ob die Menschenfrauen, also schon gar, wenn die Menschheit überlebensfähig sein will, also Zukunftsmenschen, zukunftsfähige Menschen, wie die sich da verhalten und wonach die gehen. Aber jedenfalls deine Annahme, dass diese Art von Gleichheitsidee, wie sie da in Artikel 1 der Menschenrechte steht, dass die von den egoistischen oder missbräuchlichen Sozialsparten erfunden wäre, die trifft ja eindeutig nicht zu. Diese Idee ist so alt, die geht auf Religionsgründer wie Buddha, Jesus und so weiter zurück. Die sind als bettelnde Wanderprediger rumgezogen und haben nichts als Sparte für sich da irgendwie beiseite geschafft. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das von den Menschen, die zum Teil als die Weisesten der ganzen Geschichte angesehen werden, als Beschreibung des menschlichen Wesens und seiner Grundrechte gesehen wird. So, Redezeit zu Ende, Wechsel 2. Ja, das ist eben der Punkt, Öffi. Du beziehst dich wieder auf die Religion, wo wir wieder sagen, die Religionen sind voll von den manipulativen Zentralirrtümern der Sozialspartler. Und all diese Ideen sind schon, denn wir haben ja ein ganz anderes Zeitgefühl als ihr, nämlich dass wir denken ja in der Kategorie, dass der ungelenkte Tauschhandel und damit der Niedergang der Menschheit vor circa 400, 300.000 Jahren erfunden wurde und dass dann auch religiöses Gedankengut schon vor 170.000 Jahren begann aufzukommen, im Rahmen des Tauschhändler-Interessenslagen sozusagen. Und dass also von daher natürlich auch irgendwann der Wohlfahrtsgedanke und der Gedanke, dass es einzelne Berufsstände gab, die daran verdienen konnten, wenn sie sozusagen sich um Arme mildtätig und christlich kümmerten, dass diese Berufsgruppen natürlich immer weiter Irrtümer ausgestreut haben, die heute dazu führen, dass heutzutage hier in Köln jemand, der Bürgergeld zum Beispiel bekäme, nicht einen Cent für Kleidung oder Essen ausgeben muss, weil die Leute hier, ich war gerade eben wieder bei unserer Foodsharing-Station, weil die Leute überschüttet werden mit schlaraffenlandmäßigen, nahrungstonnenmäßigen Mengen. Dann gibt's noch zusätzlich die Tafel, die ich schon gar nicht besuchen würde, weil das auch viel zu viel wäre. Und Kleidung hat jeder, der ein bisschen wenig Einkommen hat, kann überschüttet werden mit Tonnen von Kleidung, sodass eigentlich das Bürger
Geld nur noch eine Funktion hat, Drogen kaufen zu können, Zigaretten kaufen zu können, Alkohol kaufen zu können, denn die gibt's ausnahmsweise beim Foodsharing noch nicht. Ja, aber so ist also, wir leben in einer völlig verrückten Welt, aber Wechsel, weil die Zeit ist um. Jetzt haben die beiden Tipps und Yannick noch, können sich ihre Zeit verwenden, wenn sie möchten. Ja, also ich für meinen Teil, aber Daniel vielleicht, weiß ich nicht. Ich muss gerade einschreiten, weil ich bin ja seit Jahresbeginn nicht Bürgergeld, aber Pflegegeld-Profiteur. Meine Güte. Also ich war ja bis letztes Jahr großer Querulant, der versucht hat, Öffis Paten zu folgen und ohne Geld klarzukommen, muss ich dazu sagen. Ich bin nicht alleine, ich habe eine Ehefrau. Ich alleine hätte es vielleicht geschafft, aber so wird es nichts. Dann habe ich mich mit der BRD persönlich einigen können. Und heutzutage bin ich ein sogenannter Sozialschmarotzer. Das heißt, ich lebe auf andere Leute Geldkosten. Weil meine Frau hat nach dem System rechtlich, per Richterspruch, eine Unterhaltszahlung, wird man es bei Kinderleute nennen, zugesprochen bekommen, die reicht locker und lässig. Jetzt hocke ich also da und bin ja so ein Profiteur des Systems und stecke sozusagen der Zwickmühle, weil was will ich denn das System bekämpfen, von dem ich angeblich lebe? Weil Geld habe ich jetzt gerade im Moment, ich weiß ja nicht, ob es so bleibt, ohne Ende. Ich habe sozusagen ausgesorgt, wenn es um die Euros geht. Und diese Euros wiederum, die kommen von dem System, das ich seit 12 Jahren bekämpfe. Erst seit 12 Jahren, ich weiß, das ist ganz kurz. Ich habe ein bisschen gebraucht, um auf den Richter zu kommen. Nun sitze ich also da, bin ein, wir nennen es mal Bürgergeldempfänger, für die Einfachheit, und setze mich dahin und sage, das Bürgergeld, das kriege ich gerade, und trotzdem finde ich das alles total blöd. Also wenn es nach mir geht, bräuchte ich das alles nicht. Weil das System, was dahinter steckt, ist das kapitalistisch-solidarische System, so nenne ich das, das ist mein Begriff, das dazu dienen soll, Leute mit Hirn das Leben einfach und bequem zu machen, sodass sie nicht zu Revolution werden. Man hat mich also sozusagen versucht zu kaufen, nachdem man erkannt hat, der ist eine Gefahr. Nun sitze ich da, bis 2029, und dann wird das wieder 7 Jahre verlängert, dann wird das wieder 7 Jahre verlängert. Also im Moment lebe ich von dem System, was ich bekämpfe. Oder bin ich vielleicht jemand, der sagt, ich habe das System verstanden und nutze es. Ich nutze jetzt dieses System, um das Projekt Frieden voranzubringen. Ende, also genau. Piep heißt zum Ende kommen und Ende heißt Ende für diese Runde. Aber nächste Runde geht's weiter. Ja, nächste Runde geht's alles weiter. Alles klar, Tipps, alles klar. Wir wissen, was du jetzt gemeint hast, ja. Ja, nee. Das geht jetzt weiter. Vielleicht machen wir das zur Schlussrunde. Müssen wir machen, weil ja, wir ja. Schlussrunde. Nee, ist sicher höchst spannende Diskussion, sehr unterhaltsam. Also, Wechsel 2. Ja, das ist ja gerade, was wir fürchten. Dass nämlich, was die Sozialspartler mit ihren ZIs, mit ihren Zentralirrtümern machen, ist, dass sie faktisch eine Armee, eine wachsende Armee von Sozialschmarotzern züchten, weil sie es denen so gemütlich machen, dass niemand mehr einen Grund hat, überhaupt noch was tun zu müssen. Und so nach dem Motto, bleib doch lieber in unserer schönen Hängematte, als dass du da irgendwas machst.
Und der Punkt ist der, dass in unser Gemeinwohlland, da muss man zwei Einbürgerungstests bestehen. Da kommt natürlich kein einziger davon rein, weder ein Sozialspartler noch jemand, der eben darauf setzt, dass er sagt, und er hätte, Tipps hat es ja eben gesagt, die Gesellschaft erkennt, dass solche Menschen gefährlich sind, weil sie eigentlich am liebsten eine Revolution gegen die da oben hätten. Und das ist ja das, was ich den Schenkern auch wie allen Alternativkonzepten vorwerfe, dass sie von den Waffensparten, den Sparten innere Sicherheit und deren Zentralirrtümer und von den Sozialsparten gespeist sind, im Prinzip auf einen Aufstand gegen die da oben hinauslaufen, letztendlich in der letzten Konsequenz. Und auch was Öffi sagt, ist zwar sehr gemildert und sanft, aber ist, also der Tipps hat das jetzt eben offener ausgesprochen, dass er am liebsten natürlich einen Aufstand gegen die da oben hätte, gegen die Herrschenden. Und das ist alles für mich alles ein Produkt dieser am Niedergang eines Landes profitierenden Sparten, die Menschen aufhetzen zu solchen Gedankensystemen. Und zum Glück gibt es dafür keinerlei Mehrheiten, nirgendwo auf der Welt noch, ja? Und überall dort, wo es dann doch mal Mehrheiten dafür gab, für solche auf den Sozialspartler und anderen Spartenideen beruhenden Gedanken, scheitern alle diese Länder. Kuba ist zwar ein romantisches und herzliches Land, mit bestimmt auch einem lebendigen Liebesleben, aber letztendlich eine wirtschaftliche Ruine. Ne? Und genauso wird es mit Venezuela sein, DDR war das, Russland war eine wirtschaftliche Ruine und so weiter. Alles wird ruiniert, wenn die Sparten, die vom Niedergang eines Welt leben, Erfolg haben. Und bei uns in dem Gemeinwohlland wird es so sein, dass all diese Leute erst gar nicht reinkommen. Wir müssen also quasi die in der Natur eigentlich gar nicht geboren wären, ja, unter naturgesetzlichen Bedingungen, die dürfen wir einfach in das Land nicht reinlassen. Denn jeder Staat hat natürlich das Recht, sein Einbürgerungsrecht, die Qualifikationsansprüche so hochzusetzen, wie er möchte. Und wir würden dann also diese ganzen Leute nicht reinlassen und würden sagen, okay, wir lassen Deutschland kaputt gehen mit dem, was es an Problemen hat, nämlich dass überall so viel Sozialgedanken sind, dass sogar zum Beispiel Aldi eingewilligt hat als Aldi, sich von den Sozialspartlern hat moralisch erpressen lassen. Wir werden euch brandmarken als soziale Schweine, wenn ihr nicht auch an den Tafeln und an den Foodsharing-Projekten euch beteiligt und großzügig spendet. Faktisch ist, dass ich früher jeden Tag 2 bis 3 Euro oder 4 Euro zu Alnatura und Aldi getragen habe und ich brauche jetzt keinen Cent mehr für Essen auszugeben. Das heißt, genau genommen wird Aldi geschädigt durch die Sozialspartler und ihre Konzepte von Foodsharing und Tafel. Also ich im Gemeinwohlland wären solche Dinge strengstens verboten, genauso wie Containern und so weiter, weil alles muss einen Preis haben, damit auch die Esssucht nicht gefördert wird. Ja? Also das heißt, wir brauchen ein neues Land, in dem wir all diese verrückten Konzepte und alle die diese Fehlentwicklungen abhängen, denn wenn wir die mitnehmen, ist das Land wieder genauso kaputt, wie es vorher war. Wechsel, ja. Ja, Wechsel 1. Und ich habe ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe ja schon gesagt, jetzt in mehreren Beiträgen hier in der Sendung heute, unser Ansatz von Schenker-Bewegung ist, wir wollen freiwillig aus Vernunft, aus unserer Vernunftseele heraus vernünftig und verantwortlich fürs Ganze handeln und unter Menschen, freie Argumente, Kultur und Menschengeschwisterlichkeit, sowas wie es Artikel 1 der Menschenrechte schon auch zum Beispiel ausdrückt. Und was mich noch interessieren würde jetzt bei den Konzepten, also wir haben ja einige Jahre, haben wir ja so eine Art Doppelschienigkeit für die Gesellschaftsumgestaltung uns vorgestellt, dass man also einerseits die Menschen haben kann, die so freiwillig und aus geistiger Einsicht das Wohl des Ganzen zum entscheidenden Maßstab machen und solche Schenker-Kommunen bilden beispielsweise. Und auf der anderen Seite für die, die nicht schon mit Blick auf das Wohl des Ganzen das dazu Passende tun, dass die eben mit solchen Belohnungsmechanismen wie Wohlfühlstimme
und diesen anderen auch Zwangsmechanismen dazu gebracht werden müssen. Also jedenfalls keinen Schaden mehr anrichten zu können. Mich würde interessieren, ob bei der Art, wie jetzt die Dylan Du und der Weltrat sich dieses Gemeinwohlland vorstellen, ob ihr da solche Schenkerkommunen, wie wir sie bilden, ob die ein Teil dieses Landes sein können oder ob die auch rausgehalten würden oder nicht zugelassen würden in diesem Land. Ansonsten, alle liebe Zuschauer, also ich wünsche euch alles Gute und macht euch weiter mit Gedanken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal im Forum, auf meiner Stirn die Website und es kommt jetzt das Buch wohl raus, Gandhi 21 kann uns ganzheitlicher Frieden retten. Wechsel 2. Ja, also wir haben das ja mit Interesse, wir sind ja immer offen für alle Experimente, haben wir die Doppelschienigkeit gesehen als, sind ja mal gespannt, ob die Schenker irgendwie, ob sich da eine Bewegung abzeichnet, dass damals war der Louis aktiv, heute ist der Yannick aktiv, Louis ist nicht mehr zu sehen hier jedenfalls und so weiter. Ist aktiv. Also auf jeden Fall, wenn da ein nennenswerter Zuwachs gekommen wäre, weil es wirklich Menschen gibt, die aus irgendeinem Grunde tatsächlich sozusagen so leben wollen und können. Aber faktisch hat sich für mich gezeigt, nein, das werden nicht mehr, das bleiben immer konstant wenige. Ja? Und zweitens habe ich noch bei keinem einzigen eine wirklich selbstlose, nicht egoistische und nicht gierige Handlung jemals sehen können. Weil ich stelle einfach fest, dass der Öffi, der Yannick und der Louis und so, dass die alle einen ganz, ganz gesunden Egoismus haben und dem folgen. Und ich habe da noch nie irgendeine wirklich selbstlose Handlung gesehen. Denn Kooperation, dass ich dem einen was schenke und der andere mir was zurückschenkt, ist ja keine selbstlose Handlung. Die selbstlose Handlung beginnt ja erst dann, wenn ich zum Beispiel bitten würde darum, dass ihr dem GG-Kombi-Konzept zum Erfolg verhelft und ihr das dann selbstlos tun würdet und eure Sachen liegen lassen würdet, dann wäre das unegoistisch. Aber also ihr seid perfekte Egoisten für mich. Also insofern würde es bei uns so werden. Also ihr müsstet ja erstmal unsere beiden Bücher lesen, dann müsstet ihr die beiden Prüfungen bestehen, die Einbürgerungstests bestehen und das würde ja keiner aus der alternativen Szene auch nur jemals bestehen. Also es würde kein einziger jemals Staatsbürger werden können, der aus der alternativen Szene der Gesellschaft stammt, weil das ist eine Quadratur des Kreises, das würde nicht gehen, weil das dabei einfach das Wissen darüber, wie Menschen sind und wie eine gesunde Gesellschaft aussieht, ja null vorhanden ist. Und wir würden uns natürlich keine Leute, die eventuell vom Umsturz und von der Revolution träumen und von der Enteignung unserer rechtmäßigen Eigentumsinhaber träumen, eines Bill Gates träumen oder eines Mark Zuckerberg oder eines Jeff Bezos und dessen Eigentum in Frage stellen, das wäre bei uns ja grundsätzlich nicht erlaubt. Und so, wir würden also alles tun, damit so jemand nie bei uns eingebürgert werden kann. Wechsel? Ja, und da muss ich nur einfach jetzt den Begriff Egoismus und Schenken oder so gerade rücken. Es ist eine sehr perverse Form des Nicht-Egoistisch-Seins oder des Schenkens, dass man sagt, man tut dann etwas, wo man selbst nichts hat und sozusagen in die Röhre guckt oder dran glaubt. Schenken ist kein Selbstzerstörungskonzept oder wenn es dazu gemacht wird, ist das eine Pervertierung dieses schönen und wertvollen Begriffs. Allerdings, sehr spannend, kann man auch bei Wikipedia in den Artikel über Schenkökonomie reinschauen. Das ist tatsächlich alles quasi von dieser Logik geprägt. Tut da jemand etwas und hat er da auch Vorteile von? Und wenn er auch Vorteile davon, ist es schon kein echtes Schenken mehr. Ich habe in meinem Buch jetzt den Begriff des organischen Schenkens erklärt. Und das ist die Art, wie die Zellen im Körper einmal als Vergleich genommen funktionieren. Keine Zelle gibt etwas, um in einer Splitterrechnung etwas zurückzubekommen. Jede Zelle handelt so, dass sie aus dem Wohl des Ganzen heraus, also gesteuert durch ihr inneres Zellprogramm, ihre DNA, motiviert ist. Es gibt keinen Egoismus im Sinne von, ich will was auf Kosten der anderen oder überhaupt, ich will etwas, was nicht... Wechselwunsch.
dem Wohl des Ganzen oder der Planung zum Wohl des Ganzen entspricht. Dieses organische Schenken können wir praktizieren, können wir auch für eine Schenkökonomie unter Menschen anwenden. Und dann ist dieses Mein und Dein vom Tisch. Weil in dem Moment, wo die Zelle im Körper fürs Wohl des Ganzen funktioniert, ist das auch ihr Wohl, zumindest im Rahmen des überhaupt Machbaren und des Sinnvollen. Und dann ist das eine Einheit und dieses Gegeneinander löst sich auf. Ja, und das war jetzt wieder ein Verstoßen gegen alle Naturgesetze, denn naturgesetzlich steht in der Biologie tausendfach bewiesen fest, dass die einzelne Körperzelle genetisch praktisch identisch ist mit allen anderen Körperzellen und deswegen natürlicherweise selbstlos ist und sein muss. Das kann gar nicht anders sein, während ein Bonobo zum anderen Bonobo zwei getrennte biologische Einheiten sind, in der die Bonobo-Frau sagt, der Mann hat uns Frauen und Kindern nicht genug geschenkt, den lassen wir nicht Vater werden. Punkt. Aus. Ja, und diese, da ist die Grenze. Aber das können wir ja immer weiter diskutieren. Das ist für die Zuschauer bestimmt hochinteressant zu sehen, wie hier knallharte Naturwissenschaft, antikapitalistische Naturwissenschaft mit antikapitalistischen alternativen Konzepten aufeinanderprallt und sich doch immer mehr als unvereinbar erweist. Ne? Ja, also Olfi, du hast noch ein bisschen Zeit. Wechsel. Nee, ich bin damit fertig. Ja, wer von den anderen noch was sagen möchte? Ich würde nur hinzufügen, dass das aus meiner Sicht nicht jetzt der Gegensatz zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft ist, sondern dass das eben Argumente aus den verschiedenen Ebenen sind. Also der Geist des Menschen, und das ist ja ein Bestandteil auch von ihm als biologischem Wesen, ist in der Lage, eine solche Logik, wie es die Zellen untereinander zu praktizieren, aus vernünftiger Sinnplanung abzuleiten. Zumindest als Bedeutung. Wie weit man glaubt, dass er dann danach funktionieren kann, sei dahingestellt, aber er kann diese Bedeutung erschließen. Ja, Wechsel 0, würde ich noch mal kurz was sagen. Ja, erstmal hallo Sven. Sven ist hier mit schaut gerade hier mit rein. Ja, die Zelle melden sich. Hallo. Hallo. Hallo Sven. Wir sind gerade schon in der Abschlussrunde, aber du kannst trotzdem bestimmt gerne nochmal kurz was sagen gleich. Ich wollte sagen, ja, also das ist genau so wie die Zelle dem Körper dient, also nicht sozusagen egoistisch ja nur für sich, sondern sozusagen ein Zellprogramm hat, ist es sozusagen unsere Orientierungseinstellung so, dass wir als Menschen auch im Gesamtorganismus der Erde leben wollen. Und ja, genau. Das ist das. Und ja, nee, dann würde ich auch sagen, von mir aus schon mal wünsche ich eine gute, sinnvolle Zeit für uns alle und würde dann weitergeben an Daniel oder Sven oder wer auch immer noch was sagen möchte. Ja, dann sage ich noch mal was. Ich weiß gar nicht, ob mir das zusteht, wo ich jetzt so kurz so dabei war. Für mich sind die beiden vertretenen Meinungen, wie man das betrachten kann. Ich kann ein Bonobo auch als Zelle, eine Einheit, sehen, aber insofern ist das für mich kein Widerspruch. Ich kann die beide für mich vereinen. Weiter? Ja, Tipps, willst du noch was als Abschluss auch sagen? Ich bin froh, dass ich kein Bonobo bin, sondern ein Mensch. Und auch diese uralten Naturgesetze stelle ich mal in Frage, weil ich bin der felsenfesten Meinung, zumindest einen Teil der Naturgesetze kann ich als Mensch überwinden. Es sei denn, ich bin ein Bonobo, dann kann ich das nicht.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, aber das ist doch ein schönes Schlusswort, weil es jetzt nochmal das betont, warum es den ganzen Abend natürlich gegenüber ging. Kann der Mensch sich über sein Säugetierdasein erheben und irgendwie auch sich an dem Beispiel der Körperzelle, die ja etwas völlig anderes ist als die getrennte Einheit Mensch, ein Beispiel nehmen und dadurch etwas schaffen? Und da wir aber immer sicherer werden, dass das unmöglich ist, ist das in dem Gemeinwohlland gäbe es dafür keinen Platz und keine Möglichkeit, denn bei uns muss natürlich dann ein Jeff Bezos voll respektiert werden für seine Leistung, auch wenn die im Rahmen eines kranken kapitalistischen Systems geleistet wurde. Aber wenn wir hingehen und wollten immer alles in Frage stellen, dann machen wir alles kaputt, ja, und zerstören alles. Und das machen wir im Gemeinwohlland dann nicht, ne? Ja, also, aber munter weiter diskutieren. Nächsten Samstag geht's ja dann wieder munter weiter. Tolle Diskussion, war sehr lebendig doch, gell? Und es bietet ja für alle Seiten die Möglichkeit, klarzustellen, wie man wer was sieht. Ich hoffe, dass es auch den Zuschauern deutlich wird, was so der gewaltige Unterschied beim Gemeinwohlland ist. Ne? Dann bis zum nächsten Mal wieder, gell? Tschüss allerseits, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.